Also, jetzt kommen wir zum Dreiakte. Der heißt, wir Männer haben es auch nicht leicht. Und da spielen mit. Der Rudolf Struppe, Automechaniker und Junggeselle, wird gespielt von Tim Friedrich. Dann die Apollonia Struppe, das ist seine putzwürdige Schwester, die wird gespielt von der Ines Figgel. Der Georg Schorsch Meyer, genannt Schorsch, Fabian Rösler, Rudolfs Freund. Dann die Greta Meyer, das ist seine Ehefrau, die wird gespielt von der Eva Weinländer. Der Willi Gruber, auch ein Freund von Rudolf, das wird gespielt von Martin Gartenmeier. Dann die Gunda Gruber, das ist in Rudolfs Ehefrau und die wird gespielt von der Eva Weinländer. Dann der Gustav Schön. Schwarm. Gustav Schön, Junggesse und Frauenschwarm vom Steffen Schmitz. Dann die Irene Lehmann, das ist eine Nachbarin und auch Junggeselle. Und die wird gespielt von der Natalia Orvain. Dann der Vinzenz Bayer, unser Trachtenbodenhändler, und der wird gespielt von Daniel Rieger. Und zum Schluss noch die Charlotte Bayer, das ist seine flippige Nichte und die wird gespielt von der Anna Weinende. Und dann wünschen wir jetzt euch viel Spaß und Lachen ist erwünscht. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll bei dem ganzen Krempel. Also mein Bruder, das ist wirklich eine richtige Drecksau. Ja, wie kann man sich denn in so einem Dreck überhaupt wohlfühlen? Und wenn ich mich doch recht umschaue, also uns, was ich gewies, die Hälfte von dem ganzen Krempel, die fliegt erst einmal hochkant raus. Sonst bekomme ich doch gar keine Ordnung rein. Wahnsinn. Ja, schaut nach, sogar die Wurst vom Vordach steht noch rum. Ja, ich geht, ich geht. Wer weiß, wie viel Mucker da die Nacht über drauf geguckt habe. Ja, ich geht, die fliegt als allererstes raus. Nehmt, hey! Eine schöne Stadtwurst, die kannst du nicht wegschmeißen. Oder hast du mich jetzt erschreckt?
Wo ist denn Axel? Ja, da vorne liegt. Den kann man ja auch noch essen. Du willst jetzt nicht mehr, Mensch, die alte Stadt wirst du auch noch essen. Das siehst du doch. Aber die war doch die ganze Nacht auf dem Sellergleiche. Wer was die zum Mucker da drauf gesessen haben. Ja, Mai, so ist es halt. Mir schmeckt's. Ja, und überhaupt, Rudolf, ein Mief ist in dieser Bude. Doch, gestern Eisern haben wir. Ich nicht, ich bin das Mensch. Wenn jetzt machen wir das Fenster wieder zu, oder ist der Arsch kalt, oder friere ich doch. Na, und wenn ich dir jetzt so anschaue, sag mal, hast du die ganze Nacht doch auf dem alten ramponierten Ding doch geschlafen? Ah. Ja, das ist ja nicht anders gegangen. Wie ich in mein Bett gewählt habe, ist die Schlafzimmertür nicht aufgegangen. Ja, alles probiert. Ich habe mich sogar dagegen geschmissen, so wie die das im Fernsehen immer machen. Aber die ist ums Verrecken nicht aufgegangen. Ach so, ein Schmarri, oder? Wer soll denn dein Schlafzimmer dir zusperren, hä? Dich trägt doch keiner der Fuh, als jetzt hier frei auf, oder? Da, schau her, pass auf. Geht nicht. Oh, schon wer, genau. Ja, verreck mich, hast du nicht das gemacht. Ich hab's ganz einfach nach innen geöffnet, weil so öffnen mir die schon immer. Immer, Rudolf. Nach innen? Also, ich hätte schwerer können, dass die nach außen aufgeht. Also, andersrum halt. Also, das verstand ich jetzt nicht. Vom Schlafzimmer aus geht die einwandfrei auf. Oh, Kerle, wenn ich mir diese leeren Bierflaschen anschaue, da wundert mich wirklich gar nichts mehr. Sag mal, kannst du die eigentlich nicht gleich aufräumen, wenn du dir ein neues Bier holst? Ja, also, hör mal her, ich raum jeden Abend auf. Jeden Abend, bevor mir auf Sofa hau, raum ich auf. 7 leere raus, 7 volle rein. Es ist dann immer so ein Getue. Einmal gelaufen und ich sag, Gott sei, 7 auf einen Streich. 7 Bier trinkst du an einem einzigen Abend. Ui. Oh Gott, da wäre ich 3 Tage lang tot im Bett. Also. Wahnsinn. Da hast du schon wieder Hunger auf die Stadtwurst, du! Eine Stadtwurst kann man immer essen. Ja, aber ich als kleiner Bub doch so gerne nicht. Wie habe ich immer gesagt, hast du Stadtwurst in der Tasche, hast du immer was zum Nasche. Heiliger Gott, jetzt kommt auch noch jemand in den Zaustall doch rein. Jetzt regt die halt nicht gleich so auf. Jetzt bestimmt bloß der Meierschorsch. Der kommt Samstag immer um die Zeit. Herein! Guten Morgen, Rudolf! Hast du schon aufgeschlafen? Und du kannst den ganzen Tag deine Stadtwurst essen. Oh, heiliger Gott, ist schon wieder Feiertag. Hä, warum? Ja, weil dein Putzfrau schon noch wieder da ist. Weihnachten, Fasching, Ostern, Pfingsten und 3 Wochen im August. In 3 Wochen ist Ostern! Und das ist da mal wieder nötig. Das wirst ja wohl hoffentlich sogar du sehen, oder? Na Loni, putsch jetzt oder fliegst du noch nach mit deinem Besen? Mann, nicht so blöd und geh mal aus meinem Weg! Ey, wie wo wir da haben, wie wenn die Weiber den ganzen Tag nichts Sinnvolleres zum Donnerhellen putzen. In ein paar Stunden ist es dir genauso ungemütlich wie wo wir da haben. Oh, schlecht. Und kaum habe ich meine alte Ordnung wieder hergestellt. Dann kommt schon das nächste Mal und bringt alles durcheinander. Weil dann ist ja schon wieder Pfingster. Heiliger Gott, da geht's ja zu wie ein Taubenschlag. Wer kommt denn nicht schon wieder? Also so komme ich nicht vorwärts. Herein! Sei mir noch Schnuder drin, was zu zahlen! Ja, aber Mund voll! Ich wünsche euch einen schönen Morgen.
ohne Sorgen. Ich muss euch sagen, mir schmerzt der Kopf. Rechts und links, ich arme. Leck mich am Arsch. Ich glaube, ich brauche einen Schädel wie eine Blätter oder was. Oh, weh, Willi. Warst du gestern beim Stammtisch? Ich hab's leider nicht geschafft. Ich hab bis um 9:30 am Schöner Gustav sein Mopedler rumgeschaut. Beim Ritter war ich bis um 3. Das Meier Schossler war auch dabei. Wir haben gesoffen, Schnaps und Bier. Und mein Alte, die brüllte wie ein Stier. Schlug mit dem Klopfer auf mich ein. Geh das so weiter, noch schloss ich mich scheiter. Ja, sag mal, was ist denn mit dem Willi los? Seit wann redet ihr denn so einen gereimten Mist? Das ist ganz plötzlich Hummer. Immer wenn er besoffen ist, dann redet er so gereimt. Und wenn er dann wieder nüchtern wird, dann redet er wieder normal. Ja, und langsam wird er wieder nüchtern, weil der letzte Reim klappt schon nicht mehr. Sarah gibt's. Also sag mal, Rudolf, kannst du deine Dreckstiefel nicht lauter vor den Jahren hier? Musst du jedes Mal mit der Dino reinkommen? Also Schwester, wenn ich meine Schuhe schon draus ausziehe, dann kriege ich auf dem Weg zum Sofa noch schon kalte Viers. Und du weißt doch, dass ich so eine schwache Blasen habe. Da muss ich nach der 4:30 schon aufs Klo. Und so erst nach der 6. Wirklich, hab's ausprobiert. Ich spare mir einen Klogang. Du Schwester, kennst du vielleicht einmal in meine Stiefel reinlangen? Weil du musst dann noch mal Strümpf den Stier. Boah, Rudolf! Die stinken ja bis zum Himmel! Wie lange hast denn die schon? Ah. Ja, der wieviel die ist denn halt? Heute ist der 20. Ja, 20. Ein strenger Duft liegt in der Luft. Er ist nicht zum Frohlocken. Ich glaube, das sind die Strümpfe. Ja, dann seit 16 Tagen. Ja, das weiß ich ganz genau. Weil vor 16 Tagen war die Versammlung von dem Vereinskomitee, welcher dem Heimatfest. Und da haben wir extra gewaschen und frische Strümpfe gezogen. Weiß ich ganz genau. Seit 16 Tagen hast du die allergleiche Strümpfe. Ja, um Gottes Willen, da hätte ich gar nicht wissen, wie lange du deine Unterhose hast. Die Unterhose, die kann man noch ein wenig länger anziehen, weil die kann man ja mal noch. Also, Rudolf, so kann das nicht weitergehen. So verluderst du mir noch völlig. Ich glaube, ich muss in Zukunft noch öfter kommen. Dann habe ich die wenigstens im Griff. Was nur öfter? Aber Schwester. Wir versprechen dir am Morgen, für frische Socken stets zu sorgen. Duften wird er wie eine Rose, wir wechseln auch die Unterhose. Und wenn sie sich auch noch so windet, die Hauptsache ist doch, dass dir nicht so viel erwartet hat. Nee. Ihr kennt Sarah, was ihr wollt. Aber ich muss in Zukunft einfach noch öfter kommen. So, wie es unsere Mutter damals am Sterbebett versprochen haben. Sonst, also, sag doch mal den Rudolf war, der verludert völlig sonst. Apolloni, Schwesterlein. Halt's Maul und zieh dir doch jetzt endlich mal was Gescheites an, wie wir essen, ha? Morgen, los! Schau doch mal, was der Gustav dabei hat. Jawohl, Frühstück. Ja, und in 3 Wochen ist schon wieder Ostern. Das Putzgeschwader ist ja auch schon wieder da. Loni, schön, dass du wieder da bist. Ja. Und wie du wieder ausschaust. Ein Traum. Also ich kenne keine andere Frau in der Kittelschutz.
als solch erotische Ausstrahlung hat wie du. Erotische Ausstrahlung? Was meinst du denn? Also, ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich hat er wieder was geraucht. Gustav, du immer mit deinen Komplimenten. Es ist doch noch eine uralte Kittelschürze von meiner Mutter noch. Aber gut gepflegt. Gut gepflegt. Mann, ist denn die Schürze oder meine Schwester? Die Schürze, Rudolf, die Schürze. Das ist die reine Wahrheit und das dürfen wir ruhig einmal sagen. Also, Loni, wenn ich wüsste, dass du kommst, dann hätte ich nicht so... so billiges Bier da mitgebracht, da hätte ich Sekt, was sag ich, Champagner hätte ich mitgebracht. Nur um zu feiern, dass du wieder da bist und unser Dorf verschönerst. Ach, Muster, ist schon in Ordnung, wirklich. Ich weiß doch, dass die Jungs lieber ein Kindesbier trinken. Schwester, darf ich auch uns trinken? Muster, du hast gestern schon genug gesoffen. Aber Loni, eins kann ich mir schon erlauben, ist doch jetzt auch schon... ein rechter krasser Bub. Schließlich war ich nächstes Jahr 50. Naja, von mir aus. Sag mal, Gustav, hast du Hunger? Soll ich dir bei uns zum Festbeim was herrichten oder so? Freilich, ich habe einen Sau geholt. Wer redet denn mit dir? Gustav, was isst du denn gerne? Stadtwurst! Stadtwurst ist mir am allerliebsten, oder vielleicht jede Frau stehen. Im Kühlschrank ist noch ein Ring. Naja, dann sehe ich mal, was ich noch habe. Ey, sag mal, wie machst du denn du das? Vorhin hat es rumgeschienen wie ein Verrückter und jetzt schnutze ich wie ein Kätzchen. Was? Frauen sind seltsame Wesen. Du musst bloß wissen, wie du mit denen reden musst. Und schon fressen sie aus der Hand. Entweder man kann das oder man kann es nicht. Ich kann es nicht. Aber ich hab das auch noch nicht wirklich probiert. Da esse ich lieber mal Stadtwurst. Da weiß ich, was ich hab. Der Kopf tut weh. Die Socken stinken. Es wird Zeit, einen Sud zu trinken. Halt! Nicht so schnell! Komm. Meine Schwester bringt mich total durcheinander. Wir haben noch was vergessen. Unser Morgengebet. Erhebet euch! Lieber Gott, wir sind erwacht nach einer langen dunklen Nacht. Geleite durch den Tag uns sicher und schau auch auf die Aufkürne. Lass sie auf ihre Burg dort oben, so werden wir dich ewig loben. Amen! Nicht sicher soll ich's wagen, der Sud, er schlägt mir auf den Magen. Und zack sind die Promille oben und mein Alte, um Gottes Willen, die wird mich schimpfen. Ja, Willi, jetzt stell dich nicht so an. Ich darf auch bloß uns, sonst flippt meine Schwester wieder aus. Also wenn die jetzt noch öfter kommt, das halte ich nicht aus. Ihr putzt von früh bis Nacht und bringt mein ganz Leber durcheinander. Ach ja, wir Männer haben es schon nicht leicht. Da hast du recht. Die Weiber, die sind diesen Versuchungen erst gar nicht ausgesetzt. Weil denen fehlt's das Biergehen. Und wir haben's das Biergehen. Das was? Das Biergehen? Ist das was Schlimmes, das Biergehen? Na, das ist nur in deiner DNA eingebaut. Verstehst? Aha. In der DNA, versteh. Genau, in der DNA. Das ist so ein Ding in dir drin. Und immer wenn du ein Bier siehst, dann sagt es zu dir, trink's. Das ist das Biergehen. Dann hab ich ein Stadtwurst gehen. Und
Und immer wenn ihr Stadtwurst ich seht das Ding in mir drin. Isse, Rudolf, isse. Und der Rudolf ist sie. Sechs, vier Männer, wir kennen gar nichts dazu. Wir sind ja sozusagen genetisch zum Biertrinken verdammt. Wenn mal Greta das nur einmal schneller wird, weil die trinken nämlich nie was. Sag mal, wo drei alle schon mal besoffen? Ha, das ist jetzt her bald 30 Jahre, als die Alte noch eine Junge war. Was sie verträgt, hat sie geprotzt und dann die ganze Nacht erbrochen. Oh Gott! Hab ich dir nicht gesagt? Von wem sitzt du mir im Heimatfest? Da hockt er mit uns sauft am helllichten Tag. Und du hast ja gestern noch nicht lang. Du gehst jetzt sofort mit mir heim. Der Stadel könnte schon seit Wochen aufgeräumt. Und heute ist genau der richtige Tag, um damit anzufangen. Wir kennen aber gar nichts dafür. Weil wir haben es in unseren drei Buchstaben. Das Bier gehen. Das Bier gehen? Du spielst schon auf den Tag und Tag mehr. Ich bin überhaupt schnell, das hat dein Schoss gesagt. Mit all den drei Buchstaben habt ihr das? Ja, genau. Wie lange habt ihr denn schon wieder? Eins. Nee. Das mit dem Bier gehen, das ist wissenschaftlich erforscht. In der DNA. Das ist das Ding in dir drin. Wo man sagt, trink's, trink's. Verstehst du? Genau, so ist es bei Mann. DNA, Durst, nicht Arbeit. Ja, genau. Das wird euch so passen. Und was dann gibt, ADO auf die Ohren. Oh. Nicht schon wieder, liebe Frau. Die ist vom Husen Klopfer noch ganz flau. Ich trinke jetzt keinen Tropfen mehr. Schatz, bitte hau mich nicht so arg. Ich kann das einfach nicht haben, wenn ihn alle Hellgottsfrüh schon angelogen wird. Von wegen Vereinskomiteesitzung. Hab mich gegangen, sofort haben. Auf geht's, Buschler. Ja, also gut. Dann bespreche ich mit Rudolf das Event vom Heimatfest halt ganz verloren. Aber dann kommt vorhin hinterher und beschwer euch, gell? Naja, aber wir hätten bestimmt auch Ideen. Wir haben immer gute Ideen. Ihr müsst jetzt aber ja Hammer und den Startlauf haben und so. Na, gell, Gunnar, das hat noch Zeit. Das können wir auch noch nächstes Mal machen. Ja, Freilich. Was habt ihr denn bisher geplant am Heimatfest? Ein Bier gibt's. Ja, das ist ja schon mal was. Und am Samstag, Robert, da ist Kommesabend. Da werden die ganzen Gäste begrüßt, die ehemaligen Gerfinger und der Bürgermeister und wer halt so da ist. Genau, und am Sonntagmittag machen wir einen Festumzug mit Kapelle und Fanfarenzug und alle Vereine laufen auch mit. Einmal ums Dorf außenrum und dann geht's ab ins Bierzelt und dann gibt's Bier. Sag mal, kannst du auch noch etwas anderes trinken als ein Bier? Mensch, das ist es. Das ist es. Wir brauchen eine Stadtwurst. Nicht immer die langweilige Steaks und Würstchen vom Defner da. Mal eine Stadtwurst, eine gescheite. Warme Stadtwurst, kalte Stadtwurst. Stadtwurst mit Kraut, Stadtwurst ohne Kraut. Stadtwurst mit Brot, Stadtwurst ohne Brot. Stadtwurst mit Senf, Stadtwurst ohne Senf, Stadtwurst mit Ketchup. Das ist es. Das wird ein Heimatfest. Ein Heimat-Stadtwurstfest wird es. Also ich weiß nicht. Bloß Stadtwurst. Da lockst du auch niemand hinterm Ofen vor. Also ich kann an was Besonderes denken. Irgendwas Großes, das wo halt sonst nicht immer ist. Ah, ich hab's. Wir machen ein Kuhfladenroulette. Hä? Ein Kuhfladenroulette? Was soll noch das sein? Ah, also, jetzt passen wir mal auf. Da wird eine Kuh auf den Sportplatz gestellt und der Sportplatz wird in Felder eingeholt und da kommen Nummern rein.
Und die Leute, die dann kommen, ja, die müssen tippen, in welches Feld die Kuh ihren Flaggen ablegt. Und der richtig tippt hat, der hat gewonnen. Ja, wie in Fladen ablegt. Oh mein Gott, wie stupid! Ich wollte jetzt das nicht so direkt sagen vor den ganzen Leitro. Du meinst dir scheiß doch nach. Entschuldigung, aber du hast es kapiert. Ja, wenn jetzt die aber gerade nicht muss, die Kuh. Die muss. Irgendwann muss die Kuh. Wenn jetzt die aber gerade erst hat, dann kann das zwei lang dauern, bis die wieder muss, die Kuh. Dann kann es zwei Nacht werden, bis die muss, die Kuh. Ja, aber eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht. Weil dann können wir ja nachmittags dann um 3 nach dem Umzug das mit dem Kuhfladen-Roulette machen. Das muss man jetzt erklären, wie willst du die Kuh ausgerechnet und 3 dazu bringen, den Laden abzulegen? 3 ist ja viel zu bald. Dann kommen wir ja nicht mal schnell echt. Und bis die dann alle tipptepper und so, also 4 wäre besser. Na, 4, da ist Kaffeezeit. Da sollen die Leute Kaffee trinken und nicht da auf dem Sportplatz dahin rumstanden und warten, bis die Kuh in Fladen ablegt. Also ist halt auch unmöglich. Also mit dem Kuhfladenroulette ist es jetzt gestrichen, das ist jetzt viel zu kompliziert, welchem Timing. Oh. Ah, ich dachte schon, du hast es vergessen. Jetzt gibt es endlich was zu fressen. Mit vollem Magen denkt sich's besser. Hopp, auf geht's, Rudi, du musst mal einmal wusch her, da. Zack, zack. Das ist auch schon mal schneller. Da, sehen wir halt sogar Gurke. Ja, schau mal, wie Hightech-mäßig das ist. Das habe ich ganz neu gekauft. Daher gibt es mittlerweile die. Oh, ey, Rudolf, du hast eine Schwester, die hat ja alles. Was schaust du mal, ha? Tja. Wir haben immer noch nichts. Schneiden wir jetzt mal so ein Stückler weg, gell? Lasst euch schmecken, gell? Ja, ein Senf habe ich auch mitgebracht. Hab ja eine andere Schamatte. Ach, ich bin toller. Ob gehen wir da so ein Stückler Wuschermädler? Mir hat er erst Frühstück, wir brauchen nix. Ja, ey, den restlichen Ringo. Ja, ich brauche nämlich nur Wurst, weil in der Not schmeckt die Wurst da ohne Brot. Schau mal, sind das schon Abwisse? Nein, das kann nicht sein. Das ist bitch da. Ja, Gustav, wenn ich dir das so zuschaue, schmeckt's der gewiss. Froh halt nicht so saudumm, der wird ja wohl wissen, wie ein Deckner so ein Stadtwurst schmeckt, oder? Köstlich, Apollonia. Heute schmeckt es besonders gut. Hoi. Hallo, ich war gerade in der Gegend und hab gedacht, ich schau mal, was ihr so macht. Weißt du, wie man einen Kuh dazu bringt, pünktlich um 4 im Flatter ab zum Leer? Hä? Nen Fladen? Was denn für einen Fladen? Naja, also ihr habt doch Landwirtschaft daheim, du musst dich doch nur auskennen. Hallo, habt ihr mir gerade nicht zugehört? Das mit dem Kuhfladen, du redest, ist gestrichen. Wir müssen uns irgendwas anderes einfallen lassen, was zuverlässigeres. Was mir überlegen, unser Event für Heimatfest, was Besonderes? Naja, die Gaffinger Theatergruppe kann doch was spielen. Nein, das ist nichts. Wenn die wieder ein Dreieck der Spieler, der dauert wieder so lang, doch, da können wir gleich warten, bis die Kuh geschissen hat. Entschuldigung, Laden abgelehnt hat. Oder wir veranstalten eine Misswahl. Miss Gerolfingen oder so. Voll Teufel, das soll eine Domin machen. Naja, die Schönste vom Dorf halt. Wir! Ja, Deutschland bestimmt die Hölle los. Ja, meinst du, dass du so viel Kummer, wenn dir so wer da mitmacht? Das dürfen wir nicht drum erzählen, sonst kommt keine Sau zum Weg. Ein ganzes Rudel alter Schrauben fange doch schon an zu stauben.
Was Junges, Frisches muss daher. Jawohl, das gefiel mir schon. Was Junges, Frisches hast du gesagt, Willi. Ja. Ach, was war's, da bin ich ja perfekt. Ich hätte auch noch so ein rotes, langes Kleid. Bitte nicht. Mit Glitzer. Und es hat sogar Spaghetti-Träger. Und ich zieh das kleine Schwarze von der Hochzeit von unserem Felix an. Ja, frei, der pur nicht so Silberhochse. Und weil du da jetzt noch rein warst und außerdem Laubbusso, dann müssen wir halt die Dame mit dem Bikini und Badeanzug ein. Und wenn ihr noch mitmacht, ist das ZD 5 Minuten leer. Schorsch, jetzt Langfall, gell? Gut, dann ist die Misswahl abgestrichen. Ja, also ich hätte eine Idee, ne? Wir machen Schlammketchen für Weiber. Ja, das meine ich mal im Fernsehen gesehen, das war ganz schön eine Sauerei. Und da hat es fest was aufs Maul gegeben. Und in dem Dreck haben wir sie dir rumgewälzt, wie die Wildsau in Spöcher. Da könnt ihr vier mitmachen. Ja, genau, das wird hier so passen, gell? Wir sollen uns doch beim Schlammketchen gegenseitig aufs Maul hauen und du lachst die Drecke. Nein. Da hält die Liebe, okay? Ja. Ja. Ja, aber du doch nicht. Ja, du hast ja schon fast alles putzt. Du fährst doch mal wieder heim. Sag mal, spinnst du? Ich fahr doch nicht heim, wenn in Gelfingen mal wieder Heimatfest ist. Also was glaubst denn du? Also ich bleib jetzt leider bis Pfingsten hab ich denn. Um Himmels Willen! Aber das dauert ja noch ewig bis Pfingsten. Ach, wascht was. Oh Gott. 9 Wochen, so lang ist das nimmer, denn schneller da, wie denkst. 9 Uhr! Aber Schwester, das kannst du mir doch nicht antun. Ich mein, das kann ich dir doch nicht antun. Mensch, jetzt helft mir halt einmal. Armer Kerl, du tust mir leid. 9 Wochen ist eine lange Zeit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich bin schon wieder voll. Aber schön, ja. Wenn du da bleibst. Ich habe nämlich am Heimatfest die Kaffeebar unter mir. Und da könnte man gleich ausmachen, wer was fickt. Au ja, aber da gehen wir in die Kick, weil sonst quatschen uns die Männer selbst beim Kuchenbacken noch mit rein. Was? Siri, ich habe erst ein neues Rezept gefunden. Die Spritze? Ja, die mache ich. Und ich mache ein Spiel. In meinem Händestall ist ruhiger in der Kick. Das glaubst du aber. Scheiß auf deine Rezepte. Oh, Leid. Kennen wir das Heimatfest, lassen wir nicht absagen? Auf keinen Fall. Alle 5 Jahre ist in Gelfingen am Pfingsten das Heimatfest. Und das Jahr ist halt wieder soweit. Das ist Tradition. Bitte, wenn die noch länger bleibt, dann dreh ich durch. Dann kann ich mich gleich erschießen, weil da habe ich eh keinen Fred mehr am Leber. Was soll ich denn bloß machen? 9 Wochen, das ist wirklich bitter. Da gibt es sicher manch Gewitter. Am Ende will sie gar nicht mehr fort. Leute, ich sage euch eines, das gibt Mord. Ach, Blödsinn. Ihr dürft es halt nicht immer alle so schwach sehen. Sei doch du einfach froh, dass er Frau im Haus hast, wo um dich sorgt. Ich will aber keine Frau im Haus, wo um mich sorgt. Weil, wenn man so eine Frau im Haus hat, hat man keine ruhige Minute mehr. Gell, das habt ihr zwei immer gesagt, ne? Ja, also Rudolf, ich kann ja echt verstehen. Jetzt ist der Kelch der Ehe bisher an dir vorübergegangen. Und jetzt hast du deine Schwester an der Backe. Es gibt nichts Schlimmes, wie wenn die Verwandtschaft zu Besuch kommt. Da hast du recht. Ist es an Ostern schön und warm, kommt die Verwandtschaft und frisst dich arm. Ist es am Pfingsten warm und heiter, kommt sie wieder und frisst weiter. Kommt sie auch zur Weihnachtszeit,
ist Silvester nicht mehr weit. Ist sie noch da zur Fasenacht, dann... Dann hast du etwas falsch gemacht. Sag mal, kennt mich nicht einer von euch Asylgewehre, bis sie wieder furcht ist? Ich mach mir ja ganz winzig klar, ihr seid mich kaum. Versprochen. Also bei mir geht es nicht. Ein Haushalt mit zwei Junggesellen, das ist nix. Und am Schluss kommt der Apollonia noch zu mir und kommt da weiter. Einen frauenfreien Zuflucht, dort brauchen wir in Gerfing schon noch. Die Hälfte von meinem ganzen Krempel ist weggeschmeißen, hat's gesagt. Mein schöner Biergroßsammlung. Und gestern hat's drei von meiner Lieblingspullover in die alte Kleider geschmissen. Und auf meine gelbe Pudelmütze, auf die muss ich sowieso aufpassen, weil auf die ist sie ganz scharf. Was soll ich denn das machen, gell? Ja, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Guter Rat, der ist da teuer. Mir ist die alte auch nicht geheuer. Aber du musst das Zeug halt gut verstecken, weil dann kannst du es nicht mehr entdecken. Ja, wie wär's denn, wenn jeder von euch ein bisschen was von meiner Lieblingssache mit heimnimmt? Und wenn es furcht ist, halt es einfach wieder ab. Was ist denn das jetzt schon für eine Schnapsidee? Ach komm, jetzt stellt euch halt bitte nicht so. Ah, dann nehmt jeder ein Tüt voll mit haben und basta. Der Rudolf ist glücklich und uns stört's doch nicht. Schorsch, du bist ein Ehrenmann, das vergesse ich dir nie. Herein. Meine Herren, darf ich mich kurz vorstellen? Vertreter von Trachtenmühle vom Adis. Oder besser gesagt, von Kopf bis Fuß. Bei mir bekommt sie alles, was sie brauchen. Vom Hut über Hemden, Hosenträger, Hosensocken bis zum Schuh. Und alles in bester Qualität und zum absoluten Superpreis hier. Das andere ist ja, sagen wir mal, was wählen Sie denn jetzt bei uns? Ja, ich hab da ein Problem. Und zwar bin ich auf dem Weg nach Aufkirchen und war vor dem Ort hier, ist mein Wagen stehen geblieben. Und auf dem Angeltrösen hier, da habe ich den Zischler getroffen. Und der Zischler, der hat zu mir gesagt hier, der Rudolf Stubbe, der hat eine kleine Werkstatt hier, der kann mir nicht mehr helfen. Der hat jetzt gerade einmal gar keine Zeit. Weil der hat nämlich ganz andere Probleme. Ja, jetzt stellen Sie sich halt nichts an hier, das Abschleppen zahlt ich nur. Mein Gott. So viel können Sie gar nicht zahlen, wenn meine Schwester mein wertvoller Biergriff wegschmeißt, dann ist das unbezahlbar. Also gut, dann warte ich halt bis jetzt. Dann gehe ich mal eben hier in Gerolfing fix in die Hauptstraße, ne, weil da habe ich mir ein Haus gemietet, weil ich dachte mir, ich will lieber etwas ländlicher wohnen. Ländliche? Ja. Ja, du hättest ja aber voll gescheiter eine Wohnung in Aufgabe genommen, weil wir sind Großstadt in Gerfing. Mensch, Vinzenz, wie lange soll ich noch ein Haus haben und warten? Das dauert ja ewig. Bleibt uns jetzt endlich einer von den Ureinwohnern ab. Wir reichen langsam. Und außerdem habe ich Hunger und Duscht. Der Herr Mutter hier, der muss jetzt noch seine wertvollen Bierkrüge einpacken hier. Darf ich kurz vorstellen, meine Nichte Charlotte. Die Charlotte? Die Charlotte, die greift mir etwas unter die Arme, bis der Laden so richtig läuft, jo. Ja, von der würde ich mir auch unter die Arme greifen lassen.
das ist ja ein Sahneschnittchen. Charlotte, ein wundervoller Name. Meine absolute Lieblingstante, die hieß auch Charlotte. Genau, und die war 86 und hat 4 Männerverschlüsse. Ey, wolltest du wohl nach dem Essen im Gebiss auf den Tisch legen? Und die 4 Zehnfelder? Aha, das ist ja toll. Das ist überhaupt nicht toll. Das ist doch gar nicht. Hören Sie gar nicht hin. Der Rudolf, der macht immer bloß blöde Witze. Der Gustav, dieser alte Hirsch, ist schon wieder auf der Pirsch. Kaum sieht er einen jungen Lock, schon schiebt er aus der geile Bock. Mitkommt! Und außerdem habe ich Kornluschen hier stundenlang in der miefigen Bude rumzumocken. Aber das ist doch alles gar kein Problem. Mensch, jetzt lässt doch du mal deinen Scheiß da rumlegen. Und schleppt das Fräulein Charlotte, das Auto von der Fräulein Charlotte ab. Und außerdem hat Fräulein Charlotte Hunger. Da beißt es mal rein, wenn es Hunger hat. Das hilft. Nein, danke. Ich bin Vegetarier. Oh. Ah, das noch. In Köfing sind doch fast alle Leute evangelisch. Ja, also gut, dann gib mir wenigstens dein Autoschlüssel, dann schlepp ich sie halt ab. Das Auto und die Charlotte. Die Kleine, das ist echt eine Flotte. Bei der, da würde ich es auch mal wagen. Jedoch, ich fürchte, ich würde versagen. Der Schlüssel liegt irgendwo da auf dem Sofa rum. Aber pass bloß auf, ich hab schon genug Ärger am Hals. Ach, das ist aber nicht, dass ich das übernehme, jo. Ich denke, das wird eine längere Geschichte, jo. Also, Fräulein Charlotte, dann wollen wir den Wagen mal wieder flott machen. Na, Alter, das wird aber auch Zeit. Ich hab schon gedacht, die wird ja alt und grau. Also dann, meine Herren, ich denke, man sieht sie jetzt nicht öfters. Tschüssikowski. Ja, ich befürchte fast. Servus, Herr Vinzenz. Oh weh, in Gustav, den hat's schon wieder erwischt. Ja, und ich hab eigentlich gemeint, dass der vielleicht mal meine Schwester nimmt. Aber geh halt ihr Schnecke da. Schau, die Apollonia schon ziemlich alt aus, ne? Oh ja. Ich krieg die Alte nicht mehr los. Die putzt von früh bis nach. Die bringt mein ganz Leben durcheinander. Wenn das so weitergeht, könnt ihr demnächst auf meine Beerdigung kommen. Weil die macht mich total verrückt. Die putzt mich noch im Wahnsinn. Aber was soll ich sagen, die putzt mich ins Grab, putzt mit dir. Also wir machen jetzt 10 Minuten eine kurze Pause, Raucherpause und dann geht's weiter im Zwoller. Und ich? Sag mal, wo bleibt denn Deckel? Halbe Nein ist schon komisch. Also normal ist der immer der Erste, aber komisch. Boah, sag mal, was riecht denn da so komisch? Riecht dir das nicht ab?
Backen. Oh, na, die putzt schon wieder. Was sehe ich als erst, wenn ich aufstehe? Putzlapper. Was sehe ich als letztes, bevor ich ins Bett gehe? Putzlapper. Putzlapper überall, nur Putzlapper. Am besten gehe ich gleich wieder ins Bett. Aber die Putzlapper, die verfolgen mich sogar noch ins Bett. Jede Nacht habe ich altträumlich im Bett und überall schwebe bloß eine Putzlapper. Putzlapper überall. Ja, sag mal, Rudolf, wo willst du denn nach? Ach, guten Morgen, Schwesterlein. Guten Morgen. Ich wollte gerade bloß eine Kurve lachen. Weil es da schon so schön sauber ist. Nicht, dass du mit der putzen musst. Ja, dass du einmal aus dem Nest kommst, da wird zwei Zeit, gell? Es ist schon halber neiner. Jetzt machst du mal ein wenig dazu und frühstückst. Und dann gehst du in den Ofen aus. Weil da könnte mal wieder das Unkraut zupfen, zwischen unseren Pflaster stehen. Das Unkraut zupft im Hof. Das haben wir erst letzten Samstag zwei Stunden lang gemacht. Da kann doch gar nichts sein. Und wenn, dann ist mir so winzig klar, das stört kein Mensch. Jo, Rudolf, mich stört es. Das sieht sowas von unordentlich aus, wenn da am Heimatfest beim Umzug die ganze Leit an unserem Hof vorbeilaufe und zwischen unseren Pflastersteinen Meter hoch das Unkraut wuchert. Wie schaut denn das aus? Meter hoch! Ja? Meter hoch! Das wuchert höchstens 2 mm hoch! 2 winzige Millimeter! Aber gut, ich kann ja mit der Lupe rausgehen und ganz mit der Pinzette rausrupfen. Das Unkraut! Aber Schwester, eine Unordnung ist es bei uns im Hof, gell? Eine Unordnung! Hepperl nicht die gelbe Margeriterblendli, die Sauwetzer auf die Lupinerblendli-Blüten staubt. Ganz verstaubt sind die armen Lupinerblättli, die armen. Ne? Ganz verstaubt. Ja, soll ich in Industriestaubsaucher, oder? Und soll's absaucher, die armen Lupinerblättli, die armen. Ha? Und ich soll die alte Unterhose, oder? Und soll's mit Brandomöbelpolitur einreiben? Die armen Lupinerblättli, die armen. Ich werd verrückt werden mit dir noch. Rudolf, jetzt übertreib halt nicht so, oder? Ich will nur, dass hier Ordnung herrscht. Bei uns ist alles blitzsauber und du putzt den ganzen Tag. Ganzer Tag. Jetzt putzt die endlich einmal nach dem Frühstück, weil das bei denen ist schon kalt wahrscheinlich. Komm, nur dazu. Müsli! Schon wieder Vogelfutter! Meine Schwester, könnt ihr nicht wenigstens einmal in der Woche anständiges Frühstück haben? Mit einem glitzerklangen Bierler und einem winzigen Stück Stadtwurst. Ach Rudolf, die Diskussion haben wir doch jetzt schon so oft gehabt. Deine Cholesterinwerte, die sind einfach unter aller Sau. Je mehr sie jetzt einmal runter sind, stürzt irgendwann einmal einen Schlag und dann ist vorbei mit dir. Du hast gehört, was der Doktor gesagt hat. Du musst dich in Zukunft ausgewogener ernähren. Ja, aber jeden Tag Müsli und Kräutertee. Was hat denn noch das mit ausgewogener Ernährung zum Tor? Das ist doch dein einseitiges Test. Ich weiß schon, was das Beste für dich ist. Es ist dein Müsli, trink dein Tee und vergiss den Orangensaft nicht, bitte. Der ist besonders wichtig, Rudolf. Aber von dem Orangensaft krieg ich jetzt mal Scheißerei. Und das Müsli traue ich mir erst gar nicht zum Essen. Wieso traue ich das nicht zum Essen, hä? Da ist alles drin, was wichtig ist. Vitamine, Cerealien,
Spurenelemente. Und der ganze andere Mist doch, weißt du nix. Frag ich gar Angst habe, kannst beruhigt essen, Rudolf. Aber Schwester, das ist ein Sodrucker. Das ist ein Sodrucker und dann starb's beim Essen und dann musst du in der Putze. Schau mal her, wie der starb. Sauerei, hä? So ein Staubwolker. Also Schwester, meine Stadtwurst, die starb ein bisschen. Bescheid, dann lieg ja mal ruhig und ich stehe Müsli. Siehst, das willst du einfach wieder nicht her. Das riecht mir auf. Hey Gott! Mensch, Rudolf! Oh, ein Dreck! Pass doch auf! Du sollst doch den ganzen schönen Schlafanzug an! Schöner Schlafanzug! Schöner Schlafanzug! Der gefällt mir aber überhaupt nicht! Und außerdem fetzt er wie überall. Aber gut, du musst ihn ja nicht anziehen, gell? Der kneift? Ja, Rudolf, wo soll der denn kneifen? Der kneift kein bisschen. Der sitzt perfekt, kein bisschen kneift der. Freilich fetzt er überall. Überall fetzt er. Aber du musst ja nicht anziehen, ne? Rudolf, ich sag's dir doch, der sitzt wie angegossen. Schau dich doch mal. Ja. Einfach. Und außerdem, Rudolf, schläft doch jeder normale Mensch in einem anständigen Schlafanzug. Und nicht wie du bisher in der langen Unterhose. Also was sah denn dort die Leid, Rudolf? Ja, du tust ja gerade so, als ob halb Gerfing nachts bei mir im Bett vorbeiläuft und schaut, ob ich in der langen Unterhose bin. Papa! Eins, Mann, und gib es dir mal Ruhe! No! No! Nicht das ganze Putzschwad auf einmal! Von mir ist kein einziges Staub, kann ich mehr zum Finden, kein einziges! Und ein Bazilla habe ich 4 Wochen lang schon keine Menschen mehr! Alles weg! Weg! Alles weg! Sag mal, was ist denn mit dir los? Du bist ja voll durchdreht! Da, schau her, ist auch gekommen! Und da ist noch ein und da sitzt der dicke Batze! Komm, Max, weg, komm, komm, Max, weg, schnell! Oh, lieber Gott, wie lange hat der schon nichts mehr getrunken? Tee trinke ich! Tee! Jeden Tag Kräutertee! Mit Linderblüte, Kamille, Anis, Thymian und Fenkel, Weltmeister! Und Fenkel! Wie die kleinen Babys, wenn sie nicht scheiße kennen! Beruhigen sollt ihr sein, ihr beruhigt mich aber überhaupt nicht! Komm mal den Verrückt, der möchte den Verrückt, der will! Ja, sag mal, Rudolf, wo hast denn du den Schlafanzug gefunden? Der ist ja noch aus deiner frühesten Jugend. Der hat dir vielleicht mal vor 30 Jahren gepasst. Und die süßen kleinen Pärchen mit Sternen! Putzig, der ist überhaupt nicht putzig! Und außerdem fetzt er mich! Der fetzt mich!
Meine Schwester sagt, dass er passt. Ein Bastard. Also mein Mann, der schläft am liebsten in der langen Unterhose. Das ist am bequemsten, sagt er. Mein Schorsch, das schaut zwar nicht so schön aus, aber wir machen nachts sowieso das Licht aus. Und der Schorsch steckt sie zu. In der langen Unterhose laufen wir. Also jeder normale Mensch läuft im Schlafanzug. So hat denn doch die ganze Gerfinger, wenn die nachts vorher am Bett vorbeilaufen. Drei Männer legen da in der langen Unterhose drin. Ja, was hast denn da die ganze Gerfinger? Ja, du lieber Gott, der dreht ja mal voll am Rad. Warst du mit dem schon mit beim Arzt? Nee, das wird schon wieder. Da mal über kurz aber, gell, Rudolf? Mensch, Apollonia, du ernährst dich aber gesund, hä? Ich muss das Fressen nicht holen, Rudolf. Ja? Also mein Mann, der das nicht essen, der braucht in der Früh einen gescheiten Kaffee und seinen geliebten Leberkäse. Ansonsten ist der ganze Leib ungenießbar. Und da brauchst du gar nicht so zum Bettler. Ein Leberkäse. Ein Leberkäse schlemmt der in der Früh. Und ich soll den keine Frau noch besser haben. Aber jetzt mach ich mit mir. Ich pfeife auf dein Müsli. Da hast du dein Müsli. Überwand sie mich. Naja, wenn der Mann so unter der Fuchtel steht wie bei der Apollonia, dann flippt er halt irgendwann einmal aus. Wie bitte? Ja, genau, gell, liebe Frau. Wie solche Männer sich verhalten, das sieht man ja dann an deinem Mann. Weil wenn man in so einem Alter so einen gereimten Mistredet, da ist man eine ganz normalen Kuh. Ach, so ein Schmarri. Das ist irgendeine erbliche Belastung von meinem Willi. Das hat sein Großvater auch schon gehabt. Ja. Und außerdem tritt es ja nur in Verbindung mit Alkohol auf. Mit mir hat es gar nichts zum Tor. Na, gar nichts. Ja, genau. Würdest du nicht ständig rumkommandieren, würde er ja gar nicht so viel saufen. Der arme Kerl ertränkt ja sein Frust im Bier. Halt du dich doch mal ganz raus, gell? Weil du hast nämlich noch nie einen Mann gehabt, also kannst du doch gar nicht mitreden. Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass Frauen, die ihre Männer nur schikanieren, einen kriegen. Und Frauen, die den Männern den Himmel auf Erden bieten würden, die bleiben allein. Das ist nicht gerecht. Ja. Wie bitte? Willst du doch damit sagen, dass ich und die Gunde unsere Männer schikanieren? Ha? Mensch, nein! Jetzt halt auf mit eurer Streiterei! Sind doch schon in den Kindergarten! Irene, komm! Ach komm, Edele! Ich hab doch keinen Mann mehr! Ach Irene, da gewöhnst du dran! Du findest vielleicht ja noch so einen Laden wie das. Ja, aber du! Du hast ja schon mit einem gehabt! Und ich noch nie! Aber der will mich ja auch nicht! Der Kurt, wo ist das? Ja, was will
jetzt schon der... Aha! So, der Martin. Ja, der Gustav. Der ist halt was Besonderes, gell? Der hat halt Charme. Heiliger Gott! Sag bloß, du bist jetzt auch noch in den Verschosser. Mein Gott, lass die Finger vor den Kerl. Der macht alle Weiber schön und dann, wenn es kritisch wird, dann ist er weg. Hinter jedem Rock ist der, bei dem ist jede fällig, die nicht bei drei auf dem Bahnhof ist. Naja, er hat halt noch nicht die richtige gefunden, der Gustav. Ich war's nicht! Lange, kurze und eins hat sogar den Ausschnitt bis zum Bauchnabel. Aber der beißt einfach nicht an. Und jetzt kann ich auch keins mehr kaufen. Wieso kannst du denn jetzt keins mehr kaufen, Irene? Ha? Weil mein Sparbuch lebt. Wann nützen die alle Aktien, hör? Ja, das ist es ja. Die hängen alle bei mir noch im Kleiderschrank mit dem Zettel dran. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich nicht eins umtauschen soll. Weil dann könnte ich es ja vielleicht noch mal probieren. Und vielleicht beißt er ja dann doch noch an. Also, du spinnst doch ein wenig. Wenn der Mann nicht sofort reagiert, dann hat's eh keinen Wert mehr. Entweder es funkt gleich oder es funkt gar nicht. Oh Gott! Dann hab ich die 7 Dürtel ganz umsonst gekauft. Mein Gott, Irene, deine Sorge möchte ich haben. Aber Apollonia, was machen wir jetzt mit deinem Bruder, wenn es so weitergeht? Dann kannst du den bald nach Spachlings einliefern. Naja, was, die hab's halt damals meiner Mutter versprochen, dass ich mich ja mal um den Rudolf kümmere, wenn es soweit ist. Und ich glaube, das muss ich jetzt auch machen. Ich glaube, das Beste wird sein, ich ziehe jetzt ganz auf Göffing. Weil dann hab ich wenigstens einmal im Griff. Oh, lieber Gott, das wird den Rudolf aber gar nicht gefallen. Wenn du die lebenslänglich mit dem rummachen musst, das ist doch auch nichts. Also, ich glaube, das Allerbeste wäre, wenn er noch Frau findet. Wäre versorgt und du hättest endlich deine Sorge los. Ja, wo soll denn der Ex noch eine Frau finden, hä? Und außerdem habe ich das Gefühl beim Rudolf, der weiß manchmal nicht einmal, wo vorne und wo hinter ist bei der Frau. Sag mal, Irene, willst du nicht bei uns von deinen Dürtel anziehen, hä? Hä? Wieso soll ich denn jetzt ein Dürtel anziehen? Ich hab gedacht, wir gehen zum Kirchenputzen. Na ja, du könntest ja das im großen Ausschnitt anziehen, dann zieht der Rudolf schon vorne in. Sag mal, spinnst du? Willst du jetzt gewiss die Irene mit meinem Bruder verkuppeln? Na, also da bin ich der Kirche. Wenn die den bisher ohne den Dünne gefallen hat, dann kann die alles übereinander anziehen und es wird nichts. Also, was denkst denn du? Ja, aber wenn die Irene doch sonst kommen will und den Rudolf will auch kommen, dann kennt er sie die zwei wenigstens zusammen dort. Dann wäre jeden Käufer. Ja, das wäre doch gar keine so eine schlechte Lösung. Die Irene hätte endlich einen Mann und der Rudolf wäre versorgt. Na. Also, erstens einmal, ist die Irene viel zu alt für den Rudolf. Zweitens hat sich, wenn ich jetzt so recht nachdenke, der Rudolf eigentlich noch nie für Frauen interessiert, ja? Und drittens, hast du gerade selber gesagt, meinst du gleich und dann funkt's gar nicht.
Und die zwei, die kennen sich seit ihrer Geburt. Meinst du, da funkt noch was? Ich glaub's nicht. Aber es gibt da Ausnahmen. Mein Schorsch, der hat's auch ewig nicht kapiert, dass ich die Richtige für ihn bin. Dabei bin ich das Beste, was dem je passieren kennt, hat. Ja. Klar, ne? Naja, wir können das doch wenigstens einmal probieren. Und außerdem ist der Rudolf ja jetzt gerade in Razzanschlag. Hallo? Werd ich vielleicht auch mal gefragt? Was will ich denn mit dem Ladenhüter? Nee, beim besten Willen nicht. Da probier ich's lieber noch mit beim Gustav. Nix da, Mädelle. Beim Gustav, da wird gar nichts mehr probiert. Wenn dich der Gustav nicht will, dann will dich der Gustav nicht. Hörst du mich? Außerdem ist der ja jetzt sowieso hinter der Charlotte daher. Mei, Willi hat mir erzählt, er muss schon Unmengen Trachten, Hemden, Hose und lauter so Zeug gekauft haben. Was? Hinter der Charlotte doch? Ja, was will er denn mit der jungen Kurs? Ja, aber das ist doch nichts für den Gustav. Der braucht doch was Reifes und was Erfahrenes. So, junge Gustav. Freilich sowas wie dich? Na ja. Das kann ich mir jetzt schon eher vorstellen. Ihr seid echt gemein! Den Rudolf will ich nicht, der Vinzenz will mich nicht und den Gustav darf ich nicht! Es ist alles so gemein! Ah, moin, moin! Ich hab gedacht, wir haben zum Grillputzen. Ja, genau. Und ihr habt gedacht, wenn die Luft rein ist, könnt ihr mal nach Rudolf schauen. Naja, wir wollen den Rudolf nur mal fragen, ob er nicht vielleicht auch mit will, dass die Vorbereitungen treffen, sozusagen. Ne? So, für das Heimatfest. Ja. Gell, da müssen Sie jetzt auch schon mit. Freilich, der Vinzenz, der hat super Idee. Weil wir haben sogar schon überlegt, ob wir nicht Trachtenmoden schauen wir am Heimatfest. Oh ja, Vinzenz, das du bist ruhig! Trachtenmodenschau! Ach so, ein Schmarrig! In Gelfing doch nicht! Jo. Trachtenmodenschau in Gelfing? Wer soll denn das anschauen? Das interessiert kaum. Wir brauchen in Gelfing kein Dündel. Und bevor ich so ein Dündel noch von Ihnen anziehe, gell? Da gang ich noch lieber im Nachthemmel auf Heimatfest! So, im Nachthemmel! Ja, im Nachthemmel! Aber das stimmt ja eigentlich, Sie haben so zu sagen, meine eigene Gelfinger Tracht. Strick mir jetzt der Kuttelschürze, jo! So ein Lümmel! Los, weil mir noch nichts bei dir gehabt habe! Also, ich bin ja ganz begeistert! Ich bin. So ein Dirndl macht aus einer Frau was ganz Besonderes. Gell, Vinzenz, das haben Sie doch auch. Sag ich das mit einem großen Ausschnitt bei Ihnen gekauft habe. Ja, meine liebe Irene, Sie haben heute Morgen eine solchen kleines Fleisch erkannt. Sie sind halt eine Frau mit Geschmack. Aber alles kann man mit so einem Gletschen auch nicht mehr tun. Also na, wo manche Weiber dolch nur uns, die muss der Schee saufen. Vinzenz, soll ich das Sandel mit dem großen Ausschnitt mal anziehen? Das gefällt Ihnen doch so gut. Naja, Sie wollen doch zum Kirchenputzen, oder? Ja. Weil die Herrgottes Kirchenputzen. Die anderen warten Sie ja schon auf uns. Hopp auf. Auf geht's, wir lenken uns beim Putzen ab. Mensch, Gregor, jetzt lass mich doch, der ist kurz vorm Anbeißen. Nix. Da weiß gar nichts mehr, du gehst jetzt nicht mehr da lang. Vielleicht ist es gar nicht so blöd, wenn du meinen Bruder nimmst. Da mir erstmal noch mal. Aber ich will nicht Schiff finden. Sauerei! Auf die Rene hast du aber einen Eindruck gemacht. Ja, leck mich doch die Welt am Arsch. Die tropft ja wie eine Kieselaste. Also mir wird jetzt getroffen, ich von der Irene langsam zu viel, ja. Ja, aber die Irene, die ist jetzt
Egal, wir sind ja eigentlich wegen Rudolf dran. Ich hol ihn jetzt einmal. Ja. Ey Rudolf, bist du da? Komm mal raus! Sag mal, was macht ihr? Ey, also der Rudolf, das ist schon eine arme Sau. Genauso ungemütlich wie du mir da haben. Denn seine Schwester den Putz dran, stellt alles auf den Kopf. Sag mal, was macht ihr so komisch? Was sind die alle für ein Putzzeug hier? Ja, also mein Alte, ihr nennt immer ein Schmierswurfer. Aber das riecht irgendwie anders. Und für die Fenster, da nennt es glaube ich immer einen Spülruss. Das stinkt zwar gewaltig, aber auch anders. Mensch, du Dreckbär, du Verkuckner, du stinkst nach Knoblauch, du Sau! Oh hier, ich liebe Knoblauch, jeden Morgen auf nüchternen Magen, zwei Zähne hier, schön! Da geht kein Schnupf an dich an, du, das kannst du mir glauben! Dann herzlichen Glückwunsch! Ja, aber das ist irgendein anderer Gestank, kein Knoblauchgestank. Also ich hab halt noch nicht Durst, aber na, ich bin's auch nicht. Du lieber Gott! Rudolf! Du schaust ja jeden Tag beschissen aus! Mir geht's auch immer schlechter. Wenn meine Schwester nicht bald verschwindet, gang ich ein wie ein Primala. Ich sehe den ganzen Tag bloß noch Putzlumper und Schruppe. Sogar nachts habe ich Albträume. Ich liege im Bett hin und in der Wand und in der Deck. Überall hocken dicke, fette Bazillen. Und dann kommt meine Schwester mit dem Schrubber und putzt weg. Und dann läuft es mit einem riesen Ringel Stadtwurst vor mir her. Und ich komme einfach nicht in die Wuschen. Ja, das ist ja furchtbar. Ja. Und Etzer? Jetzt überlegt sie, ob es nicht ganz nach Greifen zieht. Wir bringen den immer los. Ja, geht so, jetzt trinken wir schon mal das Bier. Ja. Dann schau mal, was wir noch dabei haben hier. Schön die Wurst. Das ist eigentlich auch ganz frisch. Da bin ich voll erst gekauft. Ja, Wahnsinn. Ein Bier und eine Stadtwurst. Ja, bloß. Wir sind im Besuch, aber was kommt da hier? Nein, stimmt. Lasse. Mensch, also so eine Stadtwurst, die weckt ohne wieder auf. Ich krieg jetzt nämlich bloß noch Müsli und Kräutertee. Boah, das ist ja furchtbar. Und, du isst das Zeug? Na, ich warte immer, bis meine Schwester da ist. Und dann kippe ich sie mir in die Blume über den Stornei. Aber die sind jetzt auch schon krammelt voll. Ach du Scheiße, jetzt weiß ich ja, was du so stinkenden Kapuff da. Ja, der Gestank kennt aber auch von was anderem kommen. Zwar von dem Biozeug da am Schrank. Was für ein Biozeug hier auf dem Schrank? Irgendwelche Würstli aus Dorf oder so. Aus Torf? Wenn sie vielleicht Tofu? So eine weiße Wurst? So. Keine Ahnung, wie das heißt. Und so ungesundes Zeug halt. Ich schmeiß dann immer gleich einen Schrank nach. Kann man schon trinken hier auf den Süd. Boah, ach du Schande, ey! Wenn die das beim Puls entdeckt, dann gibt's Ärger. Obi. Ey, komm du, das Zeug weg jetzt da. Das wickelt die Zeitung ein oder was? Das ist echt raus. Voll Teufel, das stinkt so ekelhaft, das Zeug. Das schmeißen wir dann gleich weg, wenn wir Frucht gehen, ne? Ja, okay. Ich nehm's aber nicht, ja. Also, die ist wohl die Stadtwurst. Und in alles mit die Lohne jetzt in Knoblauch rein. Ganz frisch. Ihr seht das gut von mir hier. Also, da kommt nicht mehr. Da hat er recht, ja. Der Knoblauch würde sehr gesund, denn es ich auch immer, ja. Und da merkt's. Ja. Und dann bist du vielleicht vor Vampiren geschützt, ja. Ja.
So ein Schmarri. Vampire, sowas gibt's bei uns gar nicht. Die wohnen in Transsilvanien. Mario, freilich gibt's bei uns Vampire, ja, weibliche Vampire. Wenn die ihnen den letzten Hauptzimmer so richtig an und husch, husch, weg ist sie, ja. Ich werde es demnächst mal hier bei dieser Irene auch ausprobieren, ne? Die Alte, die geht mir so auf den Wecker. Die kauft ein Döntel nach dem anderen hier. Die verfolgt mich hier bis da hier drüben, drüben und so, ja. Die hat verfolgt sein Rüderweb hier, ne? Ja, kennst du vielleicht meine Schwester nimmer? Weil dann hätte ich sie los. Ich meine, die können sie einigermaßen anschauen hier. Aber die haben ein Kommando drauf, da geht sie leider zur Bundeswehr. Du, Vinzenz, das ist die Gelfinger-Mentalität. Das haben wir uns dabei bei Aldi. Ui. Aber ich sag dir eins, da bringst du mit der Zeit drauf. Nee. Doch, das machst du auch. Ja, aber trotzdem, wir kennen ihn Rudolf jetzt nicht sein Schicksal überlassen und zuschauen, wie er vor die Hunde geht. Mir wäre es uns da was einfallen lassen. Ja. Der Gustav, der ist doch auch noch nicht belegt, oder? Ja. Ja, vielleicht kennen wir mal Schwester nicht mehr. Ich glaube, das wäre der Apollonia ganz recht. Weil immer, wenn der da ist, dann schaut sie ja so spitz. Und spritzt sie mit Parfüm ein. Hoi. Also ich habe mal gehört, wenn stinkt dir Weibli, Männli auch locker wieder. Ne. Dann setzt er es der Duftmarker. Ne. Genau wie meine Schwester. Echt? Wolltest du wirklich die Loni, deine Schwester, hat's auf den Guschklapp gesehen? Ja, ich kenne mich ja sowieso überhaupt gar nicht aus. Aber wie jetzt das letzte Mal da war, da hat sogar ein oberer Knopf von ihrer Blusen aufgehört. Aber. Und bei Gott, da drin ist nicht so warm, weil die reißt den ganzen Tag das Fenster auf. Ja, das ist natürlich sehr verdächtig. Auf jeden Fall hat er reingeschaut die ganze Zeit den Ausschnitt. Hab ich ganz genau gesehen. Ja, ja, wir könnten ja mal mit Gustav reden, oder? Aber ich habe momentan den Eindruck, dass der Saubitz wieder mein Schalottschnee ist. Da, also die wird mir auch besser gefallen wie die Schwester vom Rudolf. Ja. Die Alternative wäre natürlich, dass wir den Rudolf der Frau organisieren. Sag mal, gibt es bei euch im Dorf nicht ein paar junge, gut aussehende Junggesellen hier? Na, auf gar keinen Fall. Da mache ich nicht mit. Naja, also da wäre, die Handelsheilbagage, die Anna und die Ivel. Ja. Die Rosa beide, die Glur. Und Mensch, die Irene! Rudel! Die Irene wäre doch was für die! Ja! Freilich! Hast du nur meins erinnert? Nee! Die Irene, was will die mit der Irene? Die ist doch schon steinalt! Mensch, alles was recht ist, nimm die und die Irene, das mit einer Meisterkusch gar nicht mehr. Wenn die Irene so ein Tunnel an, dann sieht die doch mal gar nicht so schlecht aus, jo. Dann nimm's halt, wenn's dir so gut gefällt. Ich soll den Ladehügel nehmen, dass du sie los hast. Das kannst du vergessen. Mensch, Rudolf, hier, jetzt überlegst du doch mal. Müssen wir eben fix ran, jo. Ja, was ist los? Ja, jo. Die neue Titellieferung ist da! Ja, ist in mein Schalotsch nicht da hier! Nee? Na gut, dann komm ich fixe vorbei hier! Okay. Also Leute, ich muss mal eben fixe auf allen Frieden hier! Ich muss die Titellieferung abholen! Rudolf, für dich finden wir auch noch eine Lösung hier! Lass den Kopf hängen! Schönsikowski! Aber Rudolf,
Schau mal, wenn du die Irene nimmst, das ist ja schließlich eine gute Freundin von deiner Schwester und dann... Jetzt fängt der an mit der Irene, ja, ich will die Irene nicht! Ja. Mann! Ruhig, Rudolf, ganz ruhig. Wir finden schon eine Lösung. Komm, weiß einmal, deine Stadt muss da, das beruhigt. Hast du Sorgen riesengroß? Spendet Stadtwurst dir schnell Trost. Ey, also sag mal, Rudolf, hast du eigentlich schon mal Bauer so Frau geschaut? Dass du nur einmal so eingestrafte Jungs wie du, Weibe. Vielleicht können wir dich doch mal anmelden. Bauer sucht Frau, ich bin doch kein Bauer, nicht? Ich bin doch kein Kfz-Mechaniker. Das ist doch gleich. Wir kaufen da einfach 2-3 Seile. Die sperren wir in deine Werkstatt rein. Und noch fährst du mit deinem alten Kormik ein wenig in Delfing umeinander. Und schon hat sie das. Da kann verschiedene mitmachen, wenn der ein wenig blöd ist. Das ist die gar nicht so eng. Und dann kriegst du einen ganzen Sack voller Borscht und deine Weibe und da suchst du dann 2 Stück raus. 2 gleich! Ich will eigentlich gar keine. Rudel, das ist doch mehr eine Auswahl, weißt? Weil es ist ja gut möglich, dass die Onne auf dem Bild richtig geil ausschaut und in Wirklichkeit ist er schon Dacker. Dann hast du sozusagen noch eine Reserve, verstehst? Aber, das merkst du doch auf den Scheunenfest. Scheunenfest? Was denn für ein Scheunenfest? Ich sag doch schon der Name. Das ist ja so ein Fest in so einem Stadlinner. Da ziehst du einen sauberen Anzug an und noch werden den Bauern die Weiber vorgestellt. Da gibt's einen Haufen Bier und was zum Fressen gibt's auch. Gibt's da eine Stadtwurst? Nee, da gibt's Ochs am Spieß und Spanferkel und so laute, tolle Sachen. Keine Stadtwurst, dann brauche ich doch gar nicht einen Spieß. Ach was, auf dem Scheunenfest, da kannst du noch die Weiber von der Nähe anschauen. Und da wird tanzt, das ist saulustig, sag ich dir. Tanzt? Wie ich das letzte Mal tanzt hab, da war ich rabenzert. Wann bist du das jetzt? Ich krieg das dann mit der Kurve immer nicht so nah. Hä? Was denn für eine Kurve? Naja, zum Beispiel beim Lotte-Dunder. Wenn du reinkommst, geht's links um Kurve rum im Saal zum Tanzen. Und ich lauf geradeaus um die Bar. Mann, bist du ein Riesendepp. Du wirst doch einmal in dein Leben tanzen können. Das gehört bei Bauersuchfrau dazu. Aber wenn du so Hummeltum anstellst und nicht einmal helfen lässt, dann können wir auch nicht weiterhelfen. Schau, und nach dem Scheinerfest, da kannst du dann die 2 Weiber eine Woche lang mit zur Probe auf dem Hof nehmen. Und dann kannst du sie testen. Testen? Auf was soll ich noch dir testen? Mein Gott, ob der Zahnpass, was hat's für uns geschürt? Wie, ob der Zahnpass? Ja, da bin ich dir jetzt wieder übertrieben. Ob der halt die kleinen Hobbys und Interessen hat, zum Beispiel, ob's auch Stadtwurst macht oder lieber Kurve und ob's dein Seil richtig fiedert. Ah, die sei in der Werkstatt. Die wo ich jetzt noch gar nicht hab. Genau dir. Naja, und ob da euch halt verstanden, ne? Ja, also wenn's Deutsch wird, dann kann ich schon verstehen. Und das kommt dann im Fernsehen. Da sagt dann die Sprecherin immer, im wunderschönen Köfing haben der treue Bauer Rudolf und seine Annemarie. Annemarie? Ja, kennst du die schon? Na, das war jetzt doch nur ein Beispiel. Du nicht immer reden, ich kenn dich noch. Nicht, dass ich mir schon so eine Annemarie da bestelle. Und ich muss jetzt den Schlamassel ausbaden.
Schorschler, gib's auf, das hat alles kommen werden mit dem Kerl. Und dann ist Hopfen und Malz verloren. Hopfen und Malz, Gott erhalt. So, Martha, Jungs. Hi, wir waren zum Frühstücken beim Lindus. War der Snack-Kafferei. Ich glaube, wir waren die Sensation des Tages. Fasching ist bald vorbei, gell? Die Restless Melanie, die ist fast die Treppe runtergefallen von lauter Schauerei. Fünf Weiber waren auf der anderen Straßenseite gestanden und haben geschaut. Seit wann frühstückst du noch? Du, Bumlindus? Ja. Wir zwei. Wir haben heute Nacht sozusagen durchgemacht. Wir waren mit der Charlotte im Pfäffling. Was? Du alter Sippel! Ja, sag mal, haben die da überhaupt reingelassen? Da ist ein Gesichtskontroll, gell? Naja, einfach war das nicht. Der Gustav hat den Altersdurchschnitt schon erheblich erhöht. Einige haben sogar gefragt, ob ich mein Opa dabei hab. Nicht wahr, Alter? Also Charlie, da war da welche drin, die waren zwar jünger wie ich, habe aber wesentlich älter ausgeschaut. Bis drei hat er ganz gut mitgehalten, aber dann hat er leicht geschwächt. Stimmt's, Kosti Mausi? Naja, also die muss ich, die war ja auch sau laut. Und die Tanze halt zu Nacht gar nicht mehr richten. Die Zuckerblose ist so komisch. Ey, zu Hause und Techno kannst eben kein Walzer schieben, das wäre ja mal voll krass. Um Gottes Willen, also Walzer zu Hause und Techno, na, das geht echt überhaupt nicht. Was ist das? Du weißt so, als ob du da auskennen erwischt. Naja, ich hab dann halt einfach mitgemacht. Das war saulustig. Naja, Alter, musst halt noch ein bisschen üben. Aber das kriegen wir schon mal. Und das Allergeilste war, vor 3 bis 6 Uhr der Gustav dann tatsächlich im Soundpark auf so einem Sofa geschlafen. Der Alte ist echt der Hammel. Da ist ja voll die Post abgegangen, Alter. Ihr braucht gar nicht so blöd zum Lachen. Ihr hockt ja bloß in der Hammer auf dem Sofa rum. Ich mach wenigstens noch was. Ja, freilich. Du machst in der Disco zum Affe. Mensch, du Simpel, die lacht dich doch aus. Rusti, was ist denn jetzt? Wolltest du mit mir nachher mal zum Shopping? Ja, jetzt gleich. Willst du mir das noch wegen Ausgruhe oder so? Ich, wovon denn? 3 Tage halte ich locker durch. Mach das doch mal kurz aus. Außerdem ist in Nürnberg eh gerade so auf Volksfest. Da könnten wir gleich wieder auf die Piste. Auf, komm, Alter, zick jetzt nicht rum. Ja, ja, aber Charlie, ihr müsst wenigstens kurz unter die Dusche. Ich bin noch ganz verschwitzt von der ganzen Tanzerei. Ja, das wird im Bierzelt auch nicht besser. Aber gut, dann leih mir noch kurz deinen Karre, dann dusch ja noch. Also gut, aber fahr mal vorsichtig, gell? Na klar, hab eh noch Restalkohol. Ciao, bis gleich. Und zieh dir endlich was Flotteres an. Ne geile Jeans und ein paar Chucks, weil die Schlappen sind ja mal voll peinlich. Ciao, Jungs. Ciao, Baby. Also, ich sag's euch, die hat Feier im Hintern. Haha, ich mach halt bloß, die ist ein bisschen zu groß für die, ja? Die kann gar nicht groß genug sein. Jungs, ich sag's euch, ich fühl mich wie 20. Echt? Du schaust aber aus wie 70. Ey, das hältst du noch nicht da. Nächtelang durch die Diskos so in deinem Alter. Du machst dich doch zum Affe. Das hätte ich ja jetzt echt nicht gedacht, dass ihr da jetzt so neidisch seid. Die Frauen fliegen nun mal auf mich. Von 70 bis 17. Ich schaue sie an und sie sind hin und weg. Ja, aber jetzt schau her. Vielleicht ist dir da doch ein bisschen zu jung für dich. Schau her, meine Schwester. Die Apollonia. Die Weber heißt ja dich. Ja, dann steh mal nicht angeschaut, ob sie hin und weg ist. Weg vor allem. Deine Schwester, die Apollonia. Sowas kriege ich noch in 10 Jahren. Na, na. Die Charlotte, das ist schon eher mein Kragenweide. Ah,
Aber wie soll denn jetzt der Dolly da auf die Schnelle da andere finden? Kannst du mir mal ein paar Tipps geben, weißt du, so Flirt-Nachhilfe, sozusagen? Ah, aber das ist vielleicht schon ganz schön schwer. Weil entweder man kann sowas oder man kann es nicht. Ach du mit deinem Geschmarri, das kann man alles lernen. Ich will das aber überhaupt nicht lernen. Ich brauch keine Frau. Du brauchst eine und damit weißt du. Wenigstens übergangsweise, bis deine Schwester endlich mal wieder abgehauen ist. So. Ja, und was soll ich denn jetzt machen? Stand auf, hopp, jetzt müssen wir ein wenig üben. Na, Moment, aber wir müssen schon weiter vorne anfangen. Was ganz wichtig ist, ist dein Äußeres. Mit dem, was du da auch hast, da springt die Kanne an. Hast du nicht ein wenig gescheiter Anzug daheim? Naja, mein Beerdigungsanzug. Den schwarzer. Schwarz. Schwarz ist schon mal Pick-up, weil das wirkt seriös und gleichzeitig hochfein. Genau. Genau. Ja, und dann ziehst du noch ein schickes Hemd an und eine extravagante Krawatte. Die sticht den Frauen dann sozusagen gleich ins Auge und du hast schon ein Gesprächsthema. Also Schlipse habe ich jede Menge. Weil da war ich mal vor ein paar Jahren im Gesangverein auf so einem Tschechermann. Du bist doch gar nicht im Gesangverein, die haben es dann ausgeschmissen, weil du es nicht kennt hast. Aber sonst hätte er den Bus nicht vollkriegt, ne? Auf jeden Fall hat es noch sehr Stück für 5 Euro gegeben. Und da habe ich zugeschlagen. Da ist bestimmt was dabei. Ja, das ist super. Und dann hockst du noch einen Hut dazu auf. Oder eine schicke Brille. Das unterstreicht deine Individualität. Und dein Gang musst du auch noch ein bisschen verändern. Mein Gang verändern? Also jetzt hört's auf, ha? Mein Gang verändern? Da wird überhaupt gar nichts verändert. Den habe ich vor 2 Jahren erst tapeziert. Wer kann das so? Nicht dein Hausgang, dein Gang. Was? Du rennst immer mit so einem Buckel rum und lässt die Schultern runterhängen und schlorfst so rum. Du musst aufrecht und selbstbewusst gehen. Mit Leichtigkeit und Bauchspannung. Das hilft. Halt, hopp, stand einmal auf. Das sollst du ein wenig Zeit, das müssen wir üben. Hopp. Mach schon mal Bauchspannung und noch schläfst. Also alles was recht ist, aber bitte nicht so. Du sollst Leichtigkeit ausstrahlen. Ey, du läufst rum, wie wenn du aufs Klo musst. Komm Gustav, zeig's mir mal da nochmal, weil sonst kriegen wir das halt nicht mehr nach. Also Rudolf, jetzt pass mal auf. Aufrecht. Brust raus, Bauch rein. Jetzt Leichtigkeit. Und zack, zack, Bauchspannung, zack, zack, Bauchspannung, zack, zack, Bauchspannung, zack, zack, Bauchspannung. Das ist der ganze Trick. Oh, probier's noch einmal. Zack, zack, Bauchspannung. 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 Aha, wird schon besser. Zack, zack, Bauchspannung. Zack, zack, Bauchspannung. Zack, zack, Bauchspannung. Zack, zack. Zack, zack, Bauchspannung. Ein Rudel, ein Horst, so machst's. Ja, Mann. Jetzt schau mal. Der Dund, da sitzen jede Menge Frauen. Jetzt stell dir bloß einmal vor, eine davon wäre schön. Und zu der gehst du jetzt ganz selbstbewusst hin und sagst, hi oder hallo.
Leichtigkeit ausstrahlen, Bauchspannung halten und der Bein noch reden. Das war ganz schön schwer. Aber das schaffst du schon. Hopp. Zack, zack. Zack, zack. Hi oder Hanu? Hi oder Hanu? Rudolf! Entweder Hi oder Hallo. Nicht beides. Und es ist einfacher zu verkraften. Es muss natürlich wirken. Hopp, noch einmal. Zack, zack. Hi. Hallo. Ey, saustark. Also, wenn ich eine Frau wäre, ich würde sofort... Wenn ich eine Frau wäre, ich würde jetzt sofort mit ihr flirten. Ja, und was sieht man dann da? Wo so eine Flirterei? Naja, also du kannst sie nach der Uhrzeit fragen, oder nach dem Weg, oder... Ja, also mit einer Frage habe ich am Bademeier eigentlich immer ganz gute Erfolge erzielt. Da frage ich dann die Dame immer, ob sie so nett wäre und mir den Rücken eingreift. Das klappt immer. Das ist gut. Das mag ich immer. Ja, oder? Du kannst deine Auserwählte fragen, ob sie mit unter deinem Schirm sitzen will. Weil sie schon so rosa ist, nicht, dass sie einen Sonnenbrand bekommt auf ihrer zarten Haut. Aha. Und bei welcher Frau soll denn das jetzt über? Ja. Wir kennen ja mal so deutsch, ob der Willi eine Frau wäre. Dann üben wir das. Aber der Willi ist doch keine Frau, ne? Ist doch ein Willi. Wir üben ja bloß. Und der Schosch und ich, wir schauen zu. Und dann besprechen wir das. Dann machen wir Verbesserungsvorschläge. Coaching nennt man das. Habe ich doch jetzt mal nicht ein Seminar drüber gemacht. Hoi, was du alles waschst. Aber Rudi, fummel der Pfeil nicht, gell? Als Hauptfanger, ich hab nicht ewig dabei. Du musst halt noch Scheune aufräumen und so. Bring dir mein Alter Jung. Dann muss ich ja schon einen Schluck nehmen. Hi. Hi. Entschuldigen Sie, Fräulein, darf ich mich zu Ihnen setzen? Und jetzt? Ja, jetzt muss halt dann was brauchen. Entschuldigen Sie, Fräulein, könnte Sie mir vielleicht sagen, wie spät das ist? Oh, tut mir leid, ich habe leider keine Uhr dabei. Jetzt habe ich eine Uhr dabei. Jetzt habe ich eine Uhr dabei. Ich kann doch die nicht nach der Uhrzeit brauchen, die Uhr dabei. Ach so, ein Schmarrn. Im Endeffekt ist scheißegal, wie spät das ist. Es geht ja bloß um die Kontaktaufnahme, was? Da musst du halt was anderes einfallen lassen. Entschuldigen Sie, Fräulein, könnten Sie mir vielleicht mein Buckel ein... Halt doch da! Das geht so nicht! Das ist doch kein Frage! Da kann ich nicht über! Wenn, dann brauche ich eine richtige Frau zum Über! Ja, wir haben aber keine, oder soll ich die Greta oder die Gunda holen? Ja, spinnst du, dann fliegt das ja alles gleich auf! Und die Charlotte? Ah, na, die Charlotte, die kann man nicht brauchen, die mit dem Bruder sieht. Mensch, ich glaube, mir ist sogar was eingefallen. Was haltet ihr denn davon, wenn der Willi... Gusti, bist du fertig? Wir können den Abflug machen, wie gefällt dir? Hammermäßig. Rattenscharf. Also was so ein Bündel ausmacht,
Also, so toll ist es jetzt auch wieder nicht. Ich hätte mehr Holz vor der Hütte. Sehen Sie, ich sag's euch mal hier, der Gustav, der Saumetz, der steht auf sowas. Das kann man alles ausstopfen, da braucht man nur einen gescheiten BH. Ja. Ja, wir waren vorhin in dem Bierzelt, ja. Das mit der Trachtenmodenschau, ja, das klappt, das war picobello. Jawohl. Wir haben nur zu wenig Models, denn der liebe Vinzenz hat vergessen, bei der Agentur anzurufen. Stimmt gar nicht. Ich kenne doch nie davon. Weil ich kann jetzt nämlich Leichtigkeit und Bauchspannung gleichzeitig. Genau, du im Dündel. Ja, bist du Haselnitz? Nein, ich laufe mit. Ja, und die Greta und die Gunda, die laufen auch mit. Was, Sie? Wir haben vorhin gesagt, bevor Sie im Dündel auf das Heimatfest gehen, geht Sie gleich dem Nachthemmer. Ey, hab ich das gesagt? Ja. Das hab ich gar nicht gehört. Sie erzählen mir Sachen. Na ja, außerdem, Herr Vinzenz Bayer, Sie brauchen mich ja jetzt, hä? Ist ja ein kleiner Notfall. Ja. Oh ja, mir Adende. Das ist kein Problem, ja. Dann kommen Sie nachher zu mir ins Geschäft. Da sind wir was Hübsches für Sie raus, ja. Und für die anderen Damen natürlich auch. Genau, frei nach dem Motto. Und ist der Arsch auch noch so breit, so passt er doch jetzt dann nicht gleich. Was ist denn jetzt? Ich will nach Nürnberg. Na los, ich will nach Nürnberg. Was mischen du dich da jetzt ein? Ich komm schon, Charlie. Wir gangen schon, gell? Also, habe die Ehre. Pass mal auf, mein Schalotschen. Guck dir diesen alten Affen an. Also, ja. Das der sich nicht schön. Oh. Was ist jetzt, meine Dame, hier? Soll ich sie gleich mit nach drüben nehmen oder wollt ihr laufen? Na, wir gehen gleich mit, gell? Du Arnold? Na, ganz so weit vor. Ich hab noch was mit dem Rudolf zu besprechen. Oh. Tschüssikowski, ja. Also, wenn du was mit mir zum Besprechen hast, dann ist das meistens nichts Gescheites. Ach, Rudolf, ich mach mir halt Sorgen um dich, was? Ich seh doch, dass es dir nicht gut geht. Um mich brauchst du Kostsache machen. Bevor du auftaucht bist, ist mir blenden gegangen. Und ich versprech's dir, wenn du wieder fort bist, dauert's kaum 5 Minuten, bis ich mich wieder erholt hab. Aber Rudolf, so kann es doch nicht weitergehen. Du brauchst einfach jemanden, der sich um dich kümmert. Der dir putzt, und der dir wäscht, und der dir kocht. Und den ganzen Tag an mir rummeckert? Na, danke, das brauche ich nicht. Mir geht's wunderbar, wenn ihr lobt. Aber ich kann einfach nicht heimfahren, ohne dass ich weiß, dass du gut versorgt bist. So wie es unserer Mutter, ja, damals am Sterbebett versprochen hat. Sag mal, Rudolf, was hältst du davon, wenn ich dir eine Frau suche? Wie denn das? Du! Mir! Eine Frau! Spinnst du? Fängst du an oder wieder? Aber schau doch, Rudolf. Es wäre doch so schön, wenn du zu zweit wärst. Und was? Die Irene? Ja, die Irene, die wäre doch auch noch verloren. Und wenn ihr zwei euch zusammentut, das wäre doch super. Die Irene. Die Irene. Ja, genau. Die hat jetzt 50 Jahre lang von der Welt. Und jetzt soll ich daher kommen und schreien. Juhu. Juhu, die Irene. Ich bin doch nicht bescheuert. Aber Rudolf, die Irene, die ist wirklich... Na, und noch länger. Ich will die Irene nicht, ich nehm die Irene nicht. Ihr kennt alle Räder, was ihr wollt. Ich nehm's nicht. Ihr macht mich verrückt. Verrückt macht mich ihr. Warum
wollt ihr Männer einfach nicht verstehen, dass wir Frauen genau wissen, was für euch das Beste ist. Ja, genau. Also was ihr jetzt seht, das ist jetzt ungefähr 8 Wochen danach. Das Heimatfest steht vor der Tür und da kommt jetzt der Traum vom Rudolf. Da danach geht der Vorhang noch mal kurz zu und dann geht es mit dem Dreiakte weiter. Ja, ich weiß. Aber ich kenne den Rudolf jetzt schon seit er klein ist. Und irgendwie ist da einfach nichts. Wie? Da ist nichts. Naja, so Schmetterlinge im Bauch. Man hört doch immer, man hätte so kribbeln. Und bei mir, da kribbelt nichts. Gar nichts. Ach, Irene, mach dir doch nicht solche Illusionen. In unserem Alter, da kribbelt's doch Mimi im Bauch. Meinst du, bei mir kribbelt's noch? Ja, bei mir kribbelt's vielleicht nochmal wieder, wenn ihr
fettes Bauchfleisch gerne haben. Ja, dann kribbelt er mal wieder in meinen Bauch. Ja, ich will ja keinen ganzen Schwarm Schmetterlinge. Aber so zwei oder drei hätte ich schon gern. Ach, Irene, in unserem Alter, da muss es doch da oben kribbeln. Verstehst du? Mensch, du bist doch auch noch mein Jüngste. Und der Rudolf? Der Rudolf, der ist wirklich eine super Potti. Der ist hübsch. Und der ist fleißig. Der hat eine gut gehende Autowerkstatt. Zwei Äcker. Vier Bauplätze. Bauerwartungsland. Und noch ein Haufen Geld. Ja? Ha! Geld! Wenn meine Tante Elise das Ding gespürt, erb ich jede Menge Geld an ihren Betrieb. Da brauche ich den Rudolf sein Geld nicht. Da wären mir ein paar Schmetterlinge lieber. Naja, dann musst du halt warten, bis dein Tante Elise stirbt, ne? Hoffentlich überlebst du ihn. Aber wo wir doch gerade bei der Tante Elise sind, die habe ich erst letzte Woche in Dingelsch getroffen. So? Ja, und weißt du, was ich mir jetzt gerade denke? Die schaut fast besser aus wie du, wenn ich dir so anschaue. Hat so viel Falt im Gesicht. Du bist ja echt gemein. Ich kann sie ja nicht erschlagen. Ach, Irene, Leute. Soll ich da jetzt etwa reinschauen? Pusht nicht, weil dich interessiert es ja eh nicht. Naja, man will ja nicht gleich die Katze im Sack kaufen. Boah, Wahnsinn! So viel! Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und da ist noch mehr. Freilich? Boah, Sauerei, hast du mal einen Schnaps für mich. Also, ich weiß auch nicht, aber das fängt gerade so komisch an, in meinem Bauch zu kribbeln. Ey, Irene, so schnell. Ja, du, da kann ich auch nichts machen. Das ging jetzt schlagartig los. Das sind bestimmt vier, wenn nicht sogar fünf Schmetterlinge. Ihn auf, du. Oh, trink erst mal drauf, gell? So, was, Irene? Prost! Naja, was? Und jetzt wacht erst einmal ab, bis bei Schmetterlinge da ist. Junge bekommen! Dann geht's runter in dein Bauch. Pass noch auf. Naja, was, Irene? Wenn du den Rudolf nehmen würdest, dann wisse dich wenigstens, dass der gut versorgt ist. Und ich kenne ganz beruhigt wieder Hamfahrer. Ja, aber du weißt auch nicht, was du willst. Mal willst du wegfahren, dann willst du wieder da bleiben. Ja, was willst du denn jetzt? Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich hab's halt damals meiner Mutter am Sterbebett versprochen, dass ich mich um den Rudolf kümmere, wenn es soweit ist. Aber so scharf bin ich doch ehrlich gesagt nicht mehr drauf, wenn ich das sich. Ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob der Rudolf da jetzt mitspielt, jetzt wo es bei mir kribbelt. Naja, am Anfang, da wird er sich bestimmt ein bisschen ziehen. Aber du bist doch da nicht so zimperlich, oder? Du musst einfach hartnäckig bleiben. Und am besten ist, du lässt ihn gleich einmal richtig in dein Ausschnitt gucken. Das schon. Scholz, komm nach Scholz, können wir gleich zum Eingriff übergehen. Guten Morgen, Rudolf! Oh na! Ja, aber Rudolf! Jetzt bleibt doch da! Schau doch mal, die Irene ist da! Ja, das ist doch! Die will mich beißen! Ja, Rudolf, was ist denn los?
Ist der Nebel wieder weg? Hä? Ja, was denn für ein Nebel? Ja, so ein ganz komischer, dicker Nebel halt. Ja, war es heute Nacht nicht neblig? Na, Rudolf, es war heute Nacht nicht neblig, weil es ist ein richtiges Heimatfestwetter. Es hat 25 Grad und strahlender Sonnenschein. Ach so, na dann. Mensch, Rudolf, lass dich mal anschauen. Du schaust ja heute schick aus. So kenne ich dich ja gar nicht. Nicht beißer. Bitte nicht beißer. Ja, aber Rudolf, was ist denn halt los mit dir? Die Irene, die beißt dich doch nicht. Da wäre mir ich nicht so sicher. Die eckt sich, die musst du mal anschauen. Hä, wieso denn? Die Irene, die hat doch schon immer schöne Zehen. Also, ich wäre froh, wenn ich so schöne Zehen hätte, wirklich. Kannst du mal so machen? Wenn es dich glücklich macht. Ja, jetzt sind sie wieder halbwegs normal, ne? Naja, sag mal, Rudolf, spinnst du Zeit komplett? Hast du schlecht drehen oder was ist denn los mit dir? Ja, also, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie war das Ganze so recht. Die Tante, die Tante, die hätte heute Nacht auch gehabt. Ja, aber Rudolf, die haben wir doch welche dem Heimatfest ab. Da machen wir doch alle bei der Trachtermode, Schaumi. Deswegen haben wir die doch jetzt ab. Ach so. Ja. Geh her, Rudolf, ich schenke dir jetzt mal einen schönen Kaffee ein. Das ist in Ordnung, Schwester. Muss ich einen Kornkräutertee trinken? Nee. Heute darfst du trinken, was du willst. Heute kriegst du einen Kaffee. Ja, wenn ich trinken darf, was ich will, hätte ich aber doch lieber ein Bier. Na gut, ich hol dir auch ein Bier. Ja, ja, sag mal, Irene, spinnst du? Du holst ihm jetzt Kaffee, ich glaube, das hat. Also, dem verwünschst du nicht, sonst ist er dir gleich versaut. Du trinkst jetzt einen Kaffee, Rudolf. Du kannst ja später ein Bier auf dem Heimatfest trinken. Da ist dein Kaffee, wo du Ruhe gibst. Trinken wir halt später uns. Naja, ich glaube, ich mache mich da jetzt ab und ist noch ein wenig frisch, ne? Halt auf, Irene, los! Ja, ja, halt, Schwester, du kannst mich ja wieder zu den Lohrlässer. Ja, Mensch, Rudolf, heute hast du aber einen schicken Schlips dran. Mhm. Und so schön bunt. Mit Tannenbäumen sogar ein schicker Schlips. Er macht sogar Musik. Was? Ein Schlips, der wo Musik macht? Na sowas gibt's doch gar nicht. Doch, pass auf. Aber die Batterie ist schon ein wenig schwach. Der ist schon ein wenig leise. Ach, das sind Weihnachtslieder. Deswegen sind Tannenbäume drauf. Das sind Christbäume. Mit Kugeln sogar. Sag mal, Rudolf, kannst du dann mal auf dem Heimatfest mit mir? Na, weil ich krieg die Kurve nicht. Ach, Rudolf, aber ich würde so gern mal mit dir tanzen. Und die Kurve, ja, die zeige ich dir schon. Ja, ich aber nicht mit dir. Na, Rudolf, wie gefällt dir denn mein Dirndl so? Ach, na, geh doch mal rum. Hätte mich nicht wundern, wenn du morgen Halsweh hast. Aber Rudolf, zu einem richtigen Dirndl gehört auch ein richtiger Ausschnitt dazu. Und zu einem richtigen Frühstück gehört auch ein richtiger Aufschnitt. Oder eine Stadtwurst, das wäre jetzt gut. Ach, Rudolf, wenn du mein Mann wärst, würdest du jeden
Stadt durchkriegen. Jeden da? Ich glaube, dann kriegen wir es mal doch besser ab, die Stadt durchkriegen. Weil, immerhin, jeden da Stadt durch, ich glaube, das wäre mir zu viel. Ach, Rudolf, ich würde dir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Jeden Wunsch. Ach, ich würde dich auf Händen tragen. Das schaffst du gar nicht. Ich bin nämlich ganz so schwer. 90 Kilo. Mein Schützling hat nicht so. Ach, ich kriege ja gar keine Luft mehr. Mensch, Irene, du machst mich ganz durcheinander. Echt, Rudolf? Mach ich dich durcheinander? Bei mir sind sogar Schmetterlinge im Bauch. Meine sind schon voll Flohe. Ui, ja. Sag mal, Rudolf. Haben wir noch was verpasst? Das ging jetzt mal ganz schnell mit euch zwei da. Herzlichen Glückwunsch, das freut mich aber. Ach, Irene, mein Gott, ist das schön. A happy end. Das ist ja der Hammer, die zwei Restposten haben sich gefunden. Und wann heiratet ihr dann? Hat er die schon gefragt? Heirate ich die Irene? Spinnst du? Ja, schließlich hockt sie gerade auf deinem Schoß. Jetzt musst du heiraten. Na, hoffentlich ist jetzt nicht schwanger. Schwanger? Ja, ich hab nichts gemacht. Die hat mich um das Sofa rum verfolgt und dann hat sie mich auf, hat sie auf meinen Schoß geguckt und dann, ja, herkommt, kann man doch eine Fußmache machen. Hast du jetzt irgendwas Falsches gesagt? Das ist mal leid, dass ich fräse. Lass mich gerne hier in den Rund gehen. Gerne mal gerne in die Ohren, jo. Also so was, jo. Das ist so. Du dumme Gors, es hat alles vermasselt. Mensch, hier sehen wir uns ja mal. Spaß versteht. Voll die Spieße. Weil ich fand saulustig. Naja, Charlie, du hast ja gar nicht böse wollen. Das war halt einfach dein jugendliches Temperament. Ach, Alter, ist ja echt cool, dass du mich verstehst. Und mein jugendliches Temperament wird endlich aufs Heimatfest. Ich hab Kohldampf. Ich will das so auf mir. Ja, also, mir gang halt jetzt einfach schon mal vor, ne? Spinnst du? Kannst du halt den Rudolf nicht alleine lassen? Du musst dich um den kümmern, du bist ja den sein Freund. Dem Rudolf, dem ist nicht mehr zu helfen. Das gescheitste Mal Zeit, die Abolonia bleibt da und kümmert sich um den. Irgendwann gewöhnt er sich schon dran. Also so ein Depp. Und ausgerechnet heim hat der Willi in die Firma gemerkt. Irgendwas ist schon wieder verreckt. Keine Ahnung, wie lange das schon wieder dauert. Ja, und wo ist denn dein Schorsch? Jo. Ja, was war's denn ich? Schon. Denk mal auf dem Heimatfest irgendetwas richten. Oh, mal, wenn man Kerl braucht, dann sind's nicht doof. Die sollen alle bleiben, wo der Pfeffer weg. Ich will keinen mehr sehen. Das Kapitel Männer ist ein für alle Mal für mich abgeschlossen. Jetzt beruhigt mich doch mal. Vielleicht könnte ich mich ja an den Rudolf kümmern. Ich mach das ja gern. Das ist nett, aber da können jetzt nur der Schorsch oder der Willi helfen. Und der von der Netzwoll muss her. Aber vielleicht kann der Simon nach dem Schorsch schauen. Also gut, mal guck ich nach dem Schorsch. Und wir? Schorsch! Was noch gar nichts von dem ganzen Zirkus. Ja, dann auf doch jetzt raus. Oh.
Hopp auf, dann schrei, da ist keiner da. Mensch, Schoschler, ich sag dir eins, so eine Scheißidee. Wenn das aufliegt, da bin ich für den Rest meines Lebens die Lachnummer von Gelfin. Wacke, wacke! Ach, Mari, das fliegt überhaupt nicht auf, weil du schaust nämlich richtig echt aus. Ich geh jetzt mal in Rudolf. Wenn du kannst, Sau! Hey, Rudolf! Bist du da? Komm mal raus! Lass mich in Ruhe, dann nehmen wir es her! Ah, geht so, es ist keiner da und ich habe ein Bier dabei. Zeig! Also gut, ich guck. Also, Schosch, ich sag's dir, was ich heute schon alles mitgemacht hab. Oje, die ahnt schon, was los war. Weil Greta hat uns gestern so Andeutung gemacht, die will ja dich mit der Irene verkuppeln. Verkuppeln? Die hat mich fast vergewaltigt schon mit ihm. Die hat mich. Also, ich weiß nicht, wie aus dem Schlamassel wieder rauskommen soll. Entweder ich nehme die Irene und meine Schwester haut ab. Oder ich nehme die Irene nicht und da bleibt meine Schwester da und putzt. Am besten ich einen kleinen Wenz. Ja, aber das letzte wäre in Triedingen lang gespielt. Und das wäre ja noch schlimmer. Das stimmt. Das wäre saublich. Aber der Willi und ich, wir haben da eine andere Möglichkeit gefunden. Ja. Ja, schau, du nimmst einfach Annemarie. Die Annemarie? Ja, hast du dir vom Bauern so Frau vermittelt? Ja klar, gefällt's dir? Na, die gefällt mir überhaupt nicht. Also Schosch, das langt ja schon, dass mir alle anderen... Das langt ja schon, dass mir alle anderen verkuppeln wollen. Aber dass mir du jetzt auch noch im Rücken fällst, da bin ich voll schwer enttäuscht. Also Rudolf, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich habe mir noch extra für dich hübsch gemacht. Ja, dieser Witz kostet für mich. Da bin ich, die will ich nicht. Du mal umfallen, packst in den Karton wieder ein und schießt drauf. Aber Rudolf, du hast mich doch noch gar nicht richtig angeguckt. Also ich finde, ich sehe doch echt gut aus. Nur die linke Titte verrutscht allerweil. Der scheiß BH hockt nicht richtig. Ja, Willi! Ja, Willi, bist du das? Aber nein! Ich bin doch nicht der Willi, ich bin die Annemarie. Willi, ich bin so froh, dass du nicht echt bist. Ja, aber warum hast du so ein komisches Gewand? Willst du auch mit der Trachtenmodenschau mitmachen? Na, aber ich hab da eine geniale Idee gehabt. Weil, wenn du eine Frau hast, dann ist deine Schwester doch beruhigt und dampf wieder ab. Und die Irene, die bist dann sozusagen auch los, weil die hat ja dann keine Chance mehr von dir. Verstehst? Ja, nicht so ganz. Pass auf, ich spiele jetzt der Alte. Und wenn deine Schwester wieder frucht ist, dann verkrachen wir uns sozusagen. Und ich hau dann wieder ab und du hast deinen Frieden. Das klappt nicht. Das klappt mir und nimmer. Und dann kommt die Irene gleich wieder und läuft mir nach wie so ein Dackerl. Und meine Schwester ist auch gleich wieder da und putzt. Das klappt nicht. Ach, das müssen wir jetzt einfach ausprobieren. Das ist unsere einzige Chance. Du musst halt dann einfach sagen, dass die Annemarie deine große Liebe war. Und du nie mehr eine andere Frau willst. Und wenn sie dann endlich in Ruhe lassen, dann stirbst du an gebrochenem Herzen oder so. Wir müssen das jetzt einfach ausprobieren. Das ist die einzige Chance. Wir üben jetzt noch ein wenig. Und wenn es nicht mehr ganz so hell ist, dann gehen wir auf das Heimatfest. Da stellst du mir noch deiner Schwester vor.
und wir laufen ein wenig umeinander und das mehr müssen wir gar nicht machen, weil das rennt sich so schnell rum, weißt du schon? Das klappt nicht. Oh. Das klappt nicht. Die Apollonia erkennt dich. Die erkennt dich hundertprozentig. Aber gut. Schlimmer wie jetzt ist, kann es ja auch nicht werden, ne? Ich hol noch schnell mal Juppa aus dem Schlafzimmer und dann greifen wir an. Sag mal, was ist denn das für ein Vater bei uns da? Hallo, ich bin die Annemarie. Grüß Gott. Annemarie, machen Sie auch bei der Drachenmondschau mit? Aber nein, ich gehe mit dem Rudolf aufs Heimatfest. Er holt nur noch kurz seine Jacke. Was? Mit dem Rudolf aufs Heimatfest? So, jetzt können wir angreifen. Ich bin ja auf das blöde Gesicht von meiner Schwester gespannt. Der Apollonia! Ja, Rudolf! Da bist du auch noch da! Ja, ich hab mal, ihr seid schon längst auf dem Heimatfest. Ja, da war ich ja schon. Aber dann sind die Greta und die Gunda Kummer und haben gemeint, sie machen sich Sorgen um dich. Ich soll nur mit nach dir schauen. Deswegen bin ich doch jetzt da. Um mich brauchst du keine Sorgen machen, mir geht's super. Ja, was ist denn das noch für Frato? Die hat gesagt, du gehst mit aufs Heimatfest. Bist du total bescheuert? Du weißt ja wohl dein eigener Mal. Mann, ist ein Horst. Oh, leck, ist ein Horst. Ja. Ja, den Rudolf, den nenne ich immer ganz heiß, wenn ich in seiner Nähe bin. Ja, und dann muss mir die Annemarie immer mit einer Sonnencreme einschmieren. Nicht, dass ich gleich einen Sonnenbrand kriege. Ja, also Mädels, darf ich euch die Annemarie vorstellen? Die Annemarie, das ist die neue Freundin vom Rudolf. Was, Rudolf? Ja, du hast eine Freundin? Ja, warum sagst du mir das denn nicht? Dann hätte ich dich doch nicht mit der Irene verkuppelt. Ja, Rudolf, was... Warum sagst du mir das nicht? Ja, aber wo hast du die noch kennengelernt? Auf dem Scheunerfest! Auf dem Scheunerfest habe ich es kennengelernt, ja? Und jetzt täscht es eine Woche lang aus. Ja, die täscht jetzt aus, ob es auch zu mir passt. Ne? Weil die andere, die hat nämlich auf dem Foto gut ausgeschaut. Hat aber dann überhaupt nichts taucht. Und die Annemarie ist jetzt sozusagen meine zweite Reserve. Ja. Genau. Also, der Rudolf und ich, wir haben uns nämlich auf dem Scheunenfest kennengelernt. Ja, also Mädels, der Rudolf wollte es ja zuerst gar nicht erzählen. Aber jetzt kommt ja doch alles raus. Der Rudolf hat sich bei Bauer sucht Frau beworben und da hat er seine Annemarie kennengelernt. Ja, wo Bauer sucht Frau? Aber der ist doch gar kein Bauer. Das ist nicht weiter schlimm. Der Schosch und der Willi haben gesagt, sie kaufen mir 2-3 Seil. Die stellen wir dann in meine Werkstatt rein. Dann muss ich mit meinem Bulldog ein bisschen durchs Durchbrenner. Und dann passt es. Man muss nur blind noch sein, haben wir gesagt. Dann machen wir eine Nummer. Aber der Rudolf, der wird jetzt nicht genommen. Also, der kommt nicht im Fernsehen. Aber bei uns war es Liebe auf den ersten Blick. Gell, Rudolf? Ja, wie ich die Annemarie auf dem Scheunerfest hinter dem Ochs am Spieß gesehen habe. Da war es passiert. Da habe ich sogar meine Stadtwurst vergessen. Gell, Rudolf, da hat's gefunkt. Und jetzt bleibe ich bei dir und wasche für dich und koche und putze. Ja. Ach, Rudolf, ich freue mich so für dich. Oh. Ja, ich freue mich ja. Ja, und jetzt kannst du noch bei den Drachenmodenschau da mitmachen. Und morgen dampfst du dann ganz beruhigt wieder ab.
Nein. So schnell kann ich nicht handhaben. Ich muss auch schon mal beobachten, wie sich die junge Liebe doch entwickelt. Ach, das entwickelt sich ganz wunderprächtig. Gell, Rudolf? Und am liebsten bin ich mit dem Rudolf ganz allein. Sie können beruhigt wieder zu Hause fahren. Nein. Aber ab und zu schaue ich schon noch vorbei, wenn ich das, gell? Na, freilich. Gell, Rudolf? Ja, aber nicht so lang und nicht so oft. Weil sonst entwickelt sie die junge Liebe nicht richtig. Ach, da drauf müssen wir jetzt erstmal trinken. Das ist ja wohl die Idee. Ja. So, Bruder, jetzt kriegst du Baduan. Den haben wir ja verdient, gell? Ja, mein neuer Schwächeri. Oh. Naja, die Gunda wird recht eh nix. Lang für die. Kriegst du auch mal ausnahmsweise was? Für die Greta reicht aber vorher auch, gell? Na, die Greta, die hat sonst schon gut mit mir drunter. Gell, Greta? Genau. Ich nehme mal ein Glas von vorhin. Nehme mal gleich die Flasche. Also Rudolf, dann trink mal auf deine neue Liebe. Auf den Rudolf und auf die Annemarie. Prost. Prost. Aber Rudolf, du musst deine Frau in die Augen schauen, wenn du mir eine Brust machst. Sonst hast du 7 Jahre schlechten Sex. Ja. Es ist nicht so schlimm, das ist immerhin eine Steigerung um 100%. Bei den letzten 7 Jahren habe ich gar keinen gehabt. Ach, Rudolf, das holen wir jetzt alles nach. Mein kleiner Männer, Rudolf. Ach, Cosimausi, wo ist denn dein Charlottchen? Hat's was Jüngeres gefunden? Blöd, hä? Tja. Na, soffen ist er. Ein riesen Kohldampf hat's gehabt. Aber statt dass was Gescheites ist, muss man die kleine Bar rennen. Festzaufen. Ja, jetzt habe ich es Hamburg zu besoffen mit dir. Also Rudolf, das wird dir bei mir nicht passieren. Ich weiß nämlich, wann eine Dame aufhören muss. Ja, Annemarie, ich passe dann schon auf dich auf, wenn wir aufs Heimatfest gehen, gell? Und am besten mir nehmen wir gleich noch einen Schirm mit. Falls die Sonne recht arg scheint, dann kannst du drunter hocken. Nicht, dass du gleich ganz rosa wirst, gell? Und was sagst du jetzt? Ich flirte besser wie du, hä? Ja, sag einmal, was ist das Prachtweib da her? Die Honigbiene ist ja genau mein Geschmack. Darf ich mich vorstellen? Gustav Schön. Und ich heiße nicht nur so. Ich bin auch ein ganz Schöner. Das habe ich gleich gemerkt, dass Sie ein ganz Schöner sind. Ich bin die Annemarie. Stell dir vor, Gustav, der Rudolf hat die Annemarie bei Bauers und Frau kennengelernt. Was, bei Bauers und Frau? Hast du mitgemacht und mir nichts davon erzählt? Dabei bin ich so ein guter Freund vom Rudolf. Das hätte ich mir ruhig erzählen können. Du hast gewusst Angst gehabt, dass es da ausspannt, hä? Du Blödel, jetzt reden wir nicht so damisch daher. Und geh mal weg da, weil das ist nicht meine. Naja, also bei Bauers und Frau hast du dich kennengelernt. Naja, wenn es da so tolle Frauen gibt, ich glaube, da muss ich mich da auch mal anmelden. Das geht gar nicht. Weil du hast wieder eine einzige Sau in der Werkstatt. Noch ein Bulldog, mit dem du durchs Dorf brettern kannst. Und außerdem bist du lang nicht so blöd wie ich. Das sind die Mindestvoraussetzungen, dass man genommen wird. Ja, und außerdem
hast du ja eh gar keine Zeit mehr. Du bist ja völlig ausgelastet mit deiner kleinen, versoffenen Charlotte. Also, mein lieber Gustav, so wie ich Sie einschätze, machen Sie bestimmt jedem 20-Jährigen noch was vor. Ich möchte wetten, Sie halten 3 heiße Nächte in der Disco locker durch. Ohne ein Stündchen Schlaf. Na, freilich, alles kein Problem. Und mit einer Frau wie Sie an meiner Seite, da wachsen mir Flügel. Ja, der Gustav, der mir gleich, wenn er rassigs weit vor sie hat. Ja, was, das ist mir sozusagen in die Wiege gelegt. Wie ich da vorhin reingekommen bin, da habe ich sofort gemerkt, dass da die Aura einer ganz besonderen Frau im Raum ist. Schau dir das an, jetzt versucht sich der Weiberherr an meine Frau, an meinen Bruder zu machen. Also das hätte ich wirklich nicht denken. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir da eingreifen. Komm, Rudolf, auf, jetzt mach einmal was. Siehst du das nicht da? Der Gustav macht sich doch an bei Annemarie ran und du, Simmel, hockst daneben und machst nichts. Komm. Ja. Aber Schwester, hä? Was soll ich jetzt so machen? Ja, dann küsst ihr halt mal gescheit und mach dich auf einer Platz zur Schwester. Ich will Annemarie küssen. Na, das geht doch gar nicht. Weil wir machen das nämlich bloß, wenn wir los sind. Und wenn es dunkel ist. Gell, Annemarie? Weil im Dunkeln lässt sich gut munkeln, ja. Also, Annemarie, das Beste ist, wir zwei Sachen jetzt du zueinander. Ich bin der Gustav. Und ich bin die Annemarie. Prost, Gustav. Schau mir in die Augen, Kleine. Was war denn das jetzt? Ja, und du? Wenn man da so auf Brüderschaft trinkt, da gehört so ein kleines Küsschen auch mit dazu. Mensch, jetzt unternimm doch mal was, sonst spielt der ganze Schwindel gleich auf. Was soll ich denn machen? Möchte ich ja gleich ins Bett. Na, du bleibst jetzt da und gehst jetzt mischen. Moment mal, Annemarie, das geht nicht so bloß auf die Backe, das muss schon ein gescheiter Kuss sein. Gustav, wenn ich mal was sagen darf. Ja, Rudolf, du musst schweigen! Sag, versteht ihr das doch? Bitte komm jetzt! Also, Gustav, wenn ich mal was sagen darf! Du bist mir dazwischen und fern von deiner Liebe! Oh Mann, Hein ist echt der Scheiß da. Also außerdem ist es ja schon eine Marie, ne? Aber innen drin ist vielleicht ein bisschen ein wenig. Aber meine, ich weiß nicht, ich kann nichts dafür. Also so eine Unverschämtheit, da spielen uns die Gauner die große Liebe vor. Und dann ist alles nicht echt. Ja. Und ich hätte den Faschen Willi geküsst. Ja, also Annemarie. Apollonia, wir wollten im Rudolf ja nur helfen, bevor du den armen Kerl im Wahnsinn pusht. Dem Kerl ging's immer schlechter. Bitte? Ja, und die Irene will ich wirklich nicht. Und dann gehst du nicht mit Furcht und ich krieg nichts Gescheites mehr zum Essen, nichts Gescheites mehr zum Trinken, muss die ganze Zeit in dem scheiß Drecks-Schlafanzug schlafen, der wo mich überall fetzt. Das ist doch kein Leberne. Bitte? Ich hab doch das alles nur gut gemeint.
so wie ich unserer Mutter damals versprochen habe, Rudolf. Ja, aber wenn es so schlimm für dich ist, dann muss ich ja bitte heim. Heiliger Gott, was ist denn das heute für eine Heulerei? Mensch, Irene, jetzt beruhig dich doch endlich mal. Ja, oh, meine Ohren. Ach, Irene, jetzt nimmst du halt nicht so zu Herzen, dass dich der Rudolf dich nicht will. Oh, da brennt er noch. Sag mal, wo haben sie die gefunden? Geld, die wollte entwerden. Wer? Aber Irene! Welcher Kai geht mir doch nicht entwandt? Ich hab die Irene auf der Straße getroffen hier. Die Irene hat eine schlimme Nachricht erhalten. Ihre Tante Elise ist gestorben. Ja, ganz plötzlich. Ja, ganz plötzlich. Und vorhin hat die Apollonia noch gesagt, wahrscheinlich überlebt sie mich, weil sie besser ausschaut als ich. Mensch, Irene, Freddy doch, das war der Erb dann, jetzt erbst du. Ja, ja. Jede Menge Geld, Grundstücke und eine Metzgerei. Metzgerei? Ja. Schön die Wurst. Ja. Machen die auch anständige Stammwurst. Ja, ja. Jede anständige Metzgerei macht auch eine anständige Wurst, ja. Ja, also Schwester, ich glaube, ich habe mir das doch noch mal überlegt. Vielleicht wird es gar nicht so schlecht, wenn ich die Irene nehme. Ja, Rudolf, nimm's. Dann geht er wenigstens nieder, ich Stammwurst. Oh, Irene, lag an der her, mal. Komm, dann komm her. Ja, schau mal, ich hab meinen Weihnachtsschlips noch da. Ja, soll ich mal die Musik anmachen? Nach dem Heimatfest tanzt du mal mit mir? Naja, wenn's sein muss, aber du musst mir die Kurve zeigen. Die Kurve? Die Kurve? Um Gottes Willen, ja. In einer halben Stunde geht die Drachenbodenschau los hier. Los, kriegst du hier auf, mit dem Laufen am Stehen hier und so. Auf, ja, schnell hier auf, kriegst du hier auf, geht's los, los. Oh ja, da lauf ich auch mit, wenn ich jetzt schon mal so schick angezogen bin. Komm, Gustav, mein Süßer. Also Irene, wir Männer, wir haben es echt nicht leicht. Aber uns muss man meiner Schwester lesen. Sie hat nur mein Bestes gewählt. Eine Frau mit Stadtwurst. Woo!
Also, ich hoffe, euch hat's gefallen, die Helene Fische. Helene Fische ist richtig, ich sage, heute war das genug. Ich hoffe, das Stück auch. Das war gut. Also, für die, die noch da bleiben wollen, es laufen dann noch, glaube ich, unendlich viele Bilder ab, hat er völlig gesagt, von den Theaterstücken, die es bisher überhaupt in Gelfing alle gegeben hat, Herr Brüders. Und es gibt da noch was zum Essen, denke ich mal, vielleicht, oder? Es gibt noch was, was zum Trinken, und wenn ihr nicht mehr da bleiben wollt, dann kommt gut ran. Und ich hoffe, euch hat das Stück gefallen. Wir spielen morgen Abend nochmal und nächsten Samstag nochmal. Sagt bitte weiter, aber wenn es euch nicht gefallen hat, danke.